Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg. Ja, herzlich willkommen zur 18. Folge von Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit. Wie viel kann man in so eine Moderation an die reinbauen? Ja, also am Anfang werden erstmal die S rausgehauen. Damit ganz die genau. Dann, ne, so. Okay. Ja, Stefan okay. Raab hätte jetzt schon mehr gehabt. Stefan Raab. Okay. Fragen wir den Stefan Raab, da muss er beim Berg klettern. So, meine Damen und Herren, wir haben ein ganz besonderes, einer meiner absoluten, ein Newcomer heute mit dabei, heute hier bei uns, Bastian Bielendorfer, meine Damen und Herren. Er heißt Dorfer. Bastian Bielendorfer. Dorfer? Ja, Herr Bander. Ja, aber Raab hat mich auch immer falsch angesagt, als ich noch bei Raab. Stadelmann hat mich letztens als Dirk Beiersdörfer angesagt. Hast du auch drin gelassen? Hast du Drogen dabei? Ingmar Stadelmann. Dirk Beiersdörfer. Wie kann man dich denn falsch ansagen? Jetzt mal Hannes Binder, Hermes Blender, geht alles. Ich bin aus dem Teleshop. Hermes Blender. Ich bin bei Greenpeace, stehe ich unter Jerrel Strellberg. Jerrel Strellberg. Was machst du bei Greenpeace? Ja, wollte ich sagen, bei Greenpeace, was ist das für eine gewagte auch bei Greenpeace bin ich unter Jerrel. Ja, das stimmt. Ja, das haben die einfach so mal, meine Güte, der bin ich halt mal vor 20 Jahren beigetreten. Das klingt, als wärst du eine Figur aus einem Frank Schätzing-Roman. Jerrel ja. Strellberg. Möchtest du Bastian kurz vorstellen für die zwei Leute, die mich nicht kennen? Also, Fresse jetzt. Bassi Bielendorfer ist ein Freund und ein richtiger Schriftsteller, also richtig doll derbe, wie Hennes auch. Ich meine, wir schreiben ja alle. Ein Buch geschrieben. Der war gut. Ja, aber was? Ich habe ein Buch geschrieben. Aber das war sorgfältig doch. Und ein bisschen gezeichnet, ja. Es geht ja um dich jetzt, ne? Viel Kartoffeldruck. Aber Basti Bielendorfer. Basti Bielendorfer hat eine Handvoll guter Bestseller geschrieben. Ist ein Vorleser, Kollege. Für eine Handvoll Bestseller. Ich habe immer Besteller verstanden. Besteller denn? Kommen die dann zu mir? Hallo. Wollen Sie was bestellen? So eine Art Bofrost. Also Basti Bielendorfer ist berühmt. Wenn nicht vorher, dann jetzt. Das ist Basti Bielendorfer. Genau. Wir sind seine Blick. Jetzt hast du es geschafft. Hallo. Auf den Covern deiner Bücher hast du oft auch eine Mütze. Eigentlich Mützenträger. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du heute auch Mütze, aber du hast auch volles Haar. Dann hätte man mich gar nicht mehr von Thorsten unterscheiden können. Ja, was heißt, du hast auch volles Haar. Ich bitte euch jetzt mal. Oh mein Gott! Was ist das denn? Das ist ja wie bei Kiss damals. So, ja, und schon ist die Rübe wieder warm. Genau. Wir haben viel zu besprechen. Wir reden viel über Filme, die wir nicht gesehen haben. Ja, aber sollen wir mal zu Anfang mal zu ganz kurz... Anfang? Du meinst unseren gemeinsamen Kinobesuch? Nee. Über was? Mal unseren Erfolg bei... Gary ist ganz stolz. Ich bin ganz stolz. Ja, Gary, erzähl. Ja, nein, ist okay. Du musst dich nicht entschuldigen, dass du stolz bist. Also, weil wir immer wieder darauf hingewiesen haben, dass man uns auch mal bei iTunes mal liken soll oder irgendwie irgendwas drücken soll. Die Website ist www.itunes.de. Genau. Und da sind wir tatsächlich in der Rubrik Comedy auf Nummer 1. Das wollten wir gewesen. Doch gar nicht. Wir wollten in der Rubrik Nachts um 3 oder insgesamt? Wir sind auf der Titelseite und bei Comedy auf Nummer 1 und bei generelle Podcasts waren wir, glaube ich, bei 3. Sind wir bis an die 3 dran. Also es ist ein respektabler Erfolg. Ja, soll ich mal so sagen. Ausgedruckt. Ja. Ganz genau. Und dafür Dankeschön. Danke, und macht weiter so. Es ist aber so, dass wir mehr gehört werden als gesehen werden. Ist das so? Auf kuriose Art und Weise. Aus gutem Grund, meiner Meinung nach. Ja, genau. Ja, obwohl, stimmt. Stimmt. Das macht eigentlich so richtig kurios, finde ich nicht. Wir müssen ein bisschen darauf achten. Also wir vergessen das auch immer, dass wir hauptsächlich auch gehört werden. Das heißt, wenn wir irgendwas in die ganz Kamera halten, sieht man das nicht. Hennes hält jetzt gerade an die TV. Okay. Ja, genau. So. Okay. Wir drei waren letzte Woche im Kino zusammen. Hm. Mal wieder. Und Henry auch. An der Kamera. Henry. Und mein Sohn auch. Sein Sohn auch. Wir haben uns... einen sehr schönen Film angesehen. Ja. Ant-Man. Das ist Englisch. Kleiner Mann, und ganz Mensch. Groß. Oh. Ist doch nicht mal angelaufen. Ja so schon. Es war eine Preview. Es waren normale Bürger, konnten auch reingehen. Sterbliche. Werden wir da jetzt nicht abgemahnt, wenn wir jetzt irgendwie... Heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen, läuft der Film an. Wenn du in eine Pressevorführung gehst, musst du deine ganzen Brocken vorher abgeben. Das war früher nicht so. Du musst deinen Rucksack abgeben, dein Handy abgeben, ausmachen, damit du es nicht mitfilmst. Und du musst unterschreiben, dass du den Film ab einem gewissen Punkt erst
im Print oder im Online besprechen darfst. Und sonst das, wirst du in Bautzen eingeschläfert. Sonst ja. musst du 3 Wochen in Freital verbringen. So. Ja. Aber Ant-Man. Ant-Man, ja, war, glaube ich, ein guter Film. Das Kino, das UCI in Bochum, der Saal hat sehr stark nach Lösungsmitteln gerochen. Deswegen kann man gar nicht in letzter Konsequenz sagen, war der genau. gut oder nicht. Deswegen war das so, so. Deswegen war der Film so gut. Weil wir der ist ja dauernd geschrumpft. Der war total krass. Wenn das bei Iron Man passiert, dann wäre ich zum Arzt gefahren. Warum roch das nach Lösungsmitteln? Haben die den Laden am Morgen noch zusammengeklebt? Wir waren im iSense und die haben wahrscheinlich die Sitze neu imprägniert oder so. Und wir saßen ja alle high im UCI. Wir saßen high im UCI, genau. Mit bohrenden Kopfschmerzen. Wir saßen ziemlich weit hinten und da ist der Sound wirklich auch am besten, muss ich sagen. Da hat mir der Sound also am besten... Ja, aber trotzdem. Das sind aber Details, die Leute Egal. Der Film ist toll, hat mich sehr, ist mal ein anderer Marvel-Film. Es wird auch thematisiert, dass die... Ja, mal ohne Superhelden. Das ist ja mehr ein Heist-Film. Ein mutiges Konzept. Es ist mehr ein Heist-Film als ein Superhelden. Er heißt mehr wie ein Film. Also es geht um einen Einbruch und Ant-Man ist wirklich ein... mich hat es so ein bisschen an Iron Man erinnert, weil ich, als ich in Iron Man drin war, kannte ich Iron Man auch eigentlich gar nicht. Ich wusste, dass es Iron Man gibt, aber ich wusste Iron Man... Ich saß drin und war total auch geplättet, wie toll das eigentlich ist, was für eine tolle neue Geschichte mir erzählt wird. Ja. Mit einem neuen Twist. Und das war jetzt bei Ant-Man eigentlich der gleiche Effekt. Also einen Superheld, den ich gar nicht kannte. Ich wusste nur, dass der klein wird, aber... Ja, man kennt ja keinen. Aber wie klein, Freunde? Ja. Der geht ja anderen Leuten ins Blutbild rein. Ja. Das war unfassbar. Ja, das war schon grafisch. Der kann unterschiedlich klein werden. Ja, ja. Nee. Nur 1,20 Meter. Und dann geht er ins Phantasialand und kommt überall umsonst rein. Ja. Das ist seine Superheldenfähigkeit. Im Angesicht großer Schurken wird er etwa so groß wie Hennes. Und dann okay, eben war es noch lustig. Ja, so. Tut mir leid. Kann das stundenlang drüber machen. Komm, halt, du was. Schunz. Nein, und was ich toll fand, die Besetzung ist toll. Am Anfang direkt der erste Effekt ist... Der junge Michael Douglas. Ich weiß nicht, wie es ist. Ist schon vorher mal gemacht worden bei X-Men mit Ian McKellen und Patrick Stewart, dass ältere Schauspieler verjüngt worden sind digital, also geglättet, wie heißt das hier? Gefotoshoppt, ja, aber wenn man das jetzt so gebotoxt und er sieht wirklich, wirklich aus. Das ist toll. Ist wirklich toll. Sie haben diesen Effekt ja erstmal versucht zu erzielen bei dem Tron, bei dem letzten Teil hier. Oh, das war creepy. Und das war, da haben sie mit Jeff Bridges gearbeitet, das sah so ein bisschen kackig aus. Das wäre aus Marzipan modelliert. Michael Douglas, das hätte ich gerne, ich finde, sie könnten mit ihm durchaus gerne nochmal einen zweiten Teil machen von Basic Instinct. Oder das würde gehen. Von San Francisco. Und dann nochmal Karl Biden durchs Billard. Genau. Ja. Und dann und in 3D die Nase von Karl Biden. Ja. Es gab den Vorspann von Straße von San Francisco, hat sich Karl Biden immer in der Cable Car immer festgehalten und kam mit dem Gesicht so nach vorne. Da bin ich immer so zurückgegangen, weil der Kolben, wir nannten ihn auch Mike Kolben. Karl Biden, Mike Kolben. Das ist ein Ding, also, es gibt einen zweiten Teil von Basic Instinct. Ohne Michael Douglas keine Kekse. Andererseits kannst du mit ihm keinen Teil mehr machen. Du müsstest ihm jetzt über Stunden digital das Glied straffen. Wie soll das aussehen? Evangeline Lilly sieht ein bisschen aus wie Mireille Mathieu, aber sehr süß. Sehr süß. In welchem Film? In Ant-Man. Ach so, sicher. Was ist das denn? Den Film eigentlich auch gesehen? War der auch drin? Ja, ich hab den auch gesehen. Zwischendurch hat sich 3 Packungen Nachos geholt. Zwei, aber die Handlung war. Die vorher noch einem erzählt, wie toll sein neuer Smoothie. Ich kann nur, die Nachos im UCI kann ich nicht dran vorbeigehen. Die muss ich immer essen. Sicher ist das irgendwo Sichtbeton und die Soße kann auch nicht gesund sein, aber es schmeckt geil. So, da hatte ich auf der linken Seite den Nacho-Geruch und auf der rechten Seite den Kleber. Also, das war ein tolles Erlebnis. Würde ich nicht für den Kleber entscheiden, ehrlich gesagt. Hallo. Ich möchte mit Ihnen sprechen. So, gut. Super Effekte. Konvertiertes 3D? Es ist kein echtes 3D. Es war konvertiert. Ach was. Hat man, wenn du den Abspann komplett gelesen. Kommentiertes 3D. So, ich hoffe, es ist 3D. Jetzt kann ich dabei sein. Nichts was. Wir lesen ja immer, das habe ich auch festgestellt, was Thorsten mal, was ich auch mal, ich habe gedacht, ich bin der Einzige, ich lese beim Abspann immer auch die Namen. Wie hieß denn nochmal Klaus Trent? Trent Klaus, wie hieß der noch? Schluck einfach runter und. Trent Klaus. Trent Klaus und das ist, glaube ich, das ist eine Figur. Das ist eine Figur. Wie Oldschool Günther gibt es den Trent Klaus. Den gibt es halt. Mal drauf achten. Wer den Trent Klaus entdeckt, ist ganz vorne mit dabei. Der ist, glaube ich, Key Grip Roll. Irgendwie sowas oder Gaffer oder Best Man. Call. Die 3D-Effekte sind super. Also er taucht halt in diese Welt der Ameisen ein. Nachher gibt es eine Trip-ähnliche Sequenz, die so ein bisschen an 2001 erinnert.
hat man so noch nicht gesehen in 3D. Fand ich, also. Und Michael Douglas macht das auch gut. Die Nummer mit dem Panzer ist lustig. Ich fand's lustig. Super Sprüche. Mein Lieblingsspruch ist: Gott, ist das ein hässlicher Köter. Ganz das ist großartig. Und man soll nicht in der Vergangenheit schwelgen. Das sind zwei. Toll geschrieben. Jetzt ist natürlich die Frage: Edgar Wright hat ja das Skript geschrieben, das ursprüngliche Skript. Was davon jetzt übrig geblieben ist, das wird die Zeit zeigen. Ja. Das wird irgendwann mal rauskommen, was Edgar Wright da eigentlich vorgehabt hat und ob das umgesetzt worden ist. Es ist trotzdem ein super toller Film. Ja. Ant-Man. Habt ihr das kleine Featurette gesehen darüber, dass Nicolas Cage Superman werden sollte? Ja, es gibt einen Film dazu. Ja, der muss geguckt werden. Genau. Tim Burton sollte Superman Lives machen. Und ja. Nicolas Cage war schon gecastet. Oder er hatte, es gibt Testaufnahmen mit den Kostümen. Es gibt Testaufnahmen mit dem Kostüm. Das Kostüm ist von Bob Ringwood. Das heißt, es ähnelt sehr stark dem ersten 89er Batman-Kostüm mit diesem Muskelpanzer und so. Aber es hat mir gut gefallen. Was auch so ein bisschen jetzt, wo wir jetzt gerade bei Superman sind, springen wir ein Stück vor. Wir machen das immer so ein bisschen intuitiv. Ich merke schon, wenn du weißt, also zu ihr, was hier planlos. Absolut planlos. Der Superman, Batman vs. Superman Dawn of Justice Trailer, der auf der Comic-Con lief. Was sagen wir denn dazu? Ich habe jetzt den Superman-Anzug jetzt nochmal von nahem nochmal gesehen und ich finde, er sieht ein bisschen gehäkelt aus. Der Superman-Anzug. Der Superman-Anzug. Seit 2002, also seit dem ersten Spider-Man von Sam Raimi, neigt man dazu, die Anzüge nicht mehr plan zu machen, sondern eine Struktur zu versehen. Das heißt, du siehst das beim ersten Spider-Man. Der hat zwar diesen Dress an, aber eine Wadenstruktur. Und seitdem sind sie dabei geblieben, konsequent. Das heißt, jeder Dress, der irgendwie eng anliegt, hat gleich eine Kunde. Das siehst du überall. Mhm. Bei Fantastic Four haben sie es dann gemacht. Sie haben es letztendlich bei den X-Men gemacht. Jeder dieser Anzüge hat in sich eine Struktur. Und da bleiben sie immer bei, damit es nicht bei Nahaufnahmen nicht so schmucklos ist. Auch Batmans neuer Dress hat in sich eine Struktur von Linien gebrochenen. Und das machen sie halt immer, damit es ein bisschen aufwendiger ist. Das sieht aus wie ein Brotkasten mit LED-Leuchten dran, oder? Also ich fand das jetzt nicht so sexy. Den er anhat, der ist komplett aus dem Miele-Kühlschrank. Aber den braucht er auch. Das ist ja nur, das den ist braucht ja nur, er gegen das Superman. Das ist ja nur der Superman-Bäscher Schießer. Er hat ja mehrere Anzüge an. Er hat ja dann noch diesen. Ich glaube nicht, dass es eine Traumsequenz ist. Er hat zwei an. Es gibt. Nee, er hat drei an. Übereinander. Er hat alle übereinander. Genau. Habt ihr wirklich die Kostüme gezählt? Was ist dein Hobby? Drei? Ich zähle Kostüme. Ich zähle kaputt. Ich habe runde Finger danach. Es gibt die Sequenz, wo Batman gegen die Superman-Soldaten kämpft. Superman hat Soldaten? Hast du den Trailer Soldaten, überhaupt gesehen? Das sind Wehrpflichtige. Das geht 15 Monate. Und die können auch nichts. Ja, aber ganz ehrlich, die haben so Superman-Zeichen an und er kämpft halt in so einer Wüstensequenz, was so ein bisschen aussieht wie bei Sucker Punch, auch 6 Batman trägt einen Staubmantel, genau. Aber den Brustpanzer drunter. Sieht cool aus. Ja, im Prinzip ist es vollkommen überflüssig. Aber das ist wie Spider-Man, komplett in Frotte. Aber er macht es halt, der hat so einen Staubmantel an und Boots. Einfach reinreden. Das ist seine seine Maske und darüber eine Staubschutzbrille, also eine Wüstenbrille. Ja. So ein bisschen Steampunk-mäßig. Ja, genau. Ja. Und ich denke mir, er versucht da irgendwas. Ja, alle haben vorher zu retten, gesagt, was zu retten ist, kommt aber in Schwulität. Alle haben vorher gesagt, der Film wird kacke. Dann kam der Trailer, jetzt sagen alle, der Film wird gut. Und ich weiß nicht, warum alle sagen, der Film wird gut. Ich habe an dem Trailer, es gibt coole Szenen. Es gibt das, wo Superman das komplette Hochhaus abreißt und Batman guckt der hoch. Der Film und wird so gut. Die Leute sagen das, weil sie auf der Stelle Reminiszenzen an spezielle Comicserien wiedererkennen. Wenn sie feststellen, es ist wie Death in the Family oder sonst irgendwie was, wenn der Joker auftaucht, dann sagen sie, man hat Rücksicht genommen auf meinen Lieblingscomic, dann wird der gut. Das Batman-Kostüm, da haben sie damals schon gesagt, das muss gut werden, das ist das erste gute Batman-Kostüm, das könnte stimmen, weil es sehr an Frank Millers Batman gemahnt, mit den kurzen Ohren und dem grauen Dress, das ist das erste Mal seit 1966, dass es so umgesetzt wird. Ich weiß, dass es super uninteressant ist und deswegen an solchen Sachen machen die das einfach fest. Oder dass Robin tot ist, weil das Kostüm ausgestellt ist, das kommt dann im Trailer auch kurz vor, Robins Kostüm. Ist das, wo der Joker drüber geschmiert hat? Ja, sicher, der Joker schmiert da überall drüber. Der schmiert überall drüber. Bastian, kein Unterleib, weil es dabei noch dicke Hose macht. So. Also das, ich bin ja da auch sehr zwiespältig und was ich aber ganz gut finde, ist die Motivation von Batman, die finde ich jetzt, weil das hat mich total an den Superman-Film genervt. Aber wo ist denn die Motivation? Ja, die Motivation von Batman ist ja, warum der sauer ist auf Superman, ist, weil der praktisch ganz Metropolis zerlegt. Weil er Metropolis zerlegt hat, ganz und genau. Warum ist... Das hat mich auch tatsächlich an dem Film genervt, weil ich habe gedacht, warum müssen die alles Stunde immer komplett zerlegen irgendwie? Und jetzt macht das Sinn. Ja, aber warum ist Bruce Wayne denn in Metropolis an dem Tag? Du siehst doch, dass als er da sitzt in den Trümmern,
und dieses Mädchen hält, dann siehst du ein umgekipptes Schild, wo drauf stand Wayne Enterprises. Okay. Das heißt, da muss wohl eins seiner Dependants mit dabei gewesen sein. Naja, das sieht man doch auch. Also da geht doch ein so ein Laser quer durch das ganze Haus. Ja, da steht aber nicht, wir fahren jetzt durch den Wayne Tower, sondern man sieht das später an dem Schild. Wenn Bruce Wayne da sitzt und da hochguckt und da speziell dieses Haus gezeigt wird, dann mache ich mal eins und eins zusammen. Da könnte es auch um das Mädchen gegangen sein, das vielleicht, aber wo er einfach sagt, gut, kommt aus Metropolis, rette ich trotzdem. Aber da ist auch so ein Schild. Da liegt so ein Schild, da steht drauf Wayne. Superman hat das. Vielleicht steht da auch drauf, Wayne interessiert das. Jedenfalls ist das. Die Story ist jetzt, Superman hat also das Haus von Batman weggelasert und deswegen sagt Batman, jetzt ziehe ich mir einen Anzug an. Ich finde das jetzt ziehe ich mir wieder den Anzug an. Er hat ihn lange nicht getragen. Da kommt ja dann Alfred ins Spiel, also Jeremy Irons. Von dem ich zuerst sagte, der ist aber alt geworden, der Robert Downey Jr. Also wirklich, da muss man auch drauf achten. Und, ich habe den gar nicht gesehen in dem Trailer. Ich habe den mehrmals gesehen. Er sagt doch, the fever, the rage. Achso. He's not our enemy. Er aber gibt den, also okay. Ich meine, das gibt da doch. Kann, das wird dann, da gibt doch das einfach später, nicht viel her, Kopf die Story. Also gibt doch nicht, es gibt doch nicht viel her, wenn Superman, also Superman ist ja einfach per Definition so gesehen der absolute Superheld. Ganz genau. Von uns ist aber unbesiegbar. Er ist eigentlich Gott. Er ist Hund. Dementsprechend, du lässt dann Batman antreten, der irgendwie einen coolen Anzug anhat und die Batman-Visitenkarte und sowas. Was will der denn machen, was jetzt gegen Superman irgendwie ist? Er hat doch, wenn du den Trailer siehst du, dass Lex Luthor Kryptonit wird. Und das wird? Wo war Lex Luthor? Jesse Eisenberg. Ich weiß. So, ich mach nur einen Scherz. Das war doch der Facebook-Gründer. Ja, halt die Fresse. Ja, ganz genau. Nein, der hat doch Kryptonit. Lex Luthor hat Kryptonit. Und Batman verschafft sich das. So wie ich das gehört habe, verschafft sich Batman das, indem er sich Zugang zu Lex Luthors Haus verschafft, da Videoaufnahmen sieht, auf denen zwei Dinge zu sehen sind, nämlich zum einen The Flash und zum anderen Aquaman. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Und dann mal, kommt später. Wie bei Lex Luthor Videoabende macht? Oder ja, warum? Lex Luthor ist weil er die gefangen hält. Der hält ach die so. Fest. Ah, und oder ne? Der hält Aquaman. Aquaman im Keller hat auch noch mit einem trockenen Raum voller Katzenstreu. Eine Quälerei. Dieses das war's. Weißt du, über Wonder Woman hätte ich ja mich ja noch hinwegquälen. Sie wirkt, aber sie wirkt ein bisschen deplatziert in dem Clip. Ja, aber sieht super aus. Sie sprengt da Castro einmal in so einer Blase. Wie kommt der? Da kommt Wonder Woman vor? Dann habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Da kommt Wonder Woman vor. Doch, auch. Mit dem unsichtbaren Jet. Nein, der unsichtbare Jet kommt nicht vor. Jetzt wo halt weißt du das denn? Die kommt was doch nicht anders voran, oder meinst der du, ist in jedem Bild der verkackte Jet. Ja, du siehst ihn nur nicht. So, da ist wieder der Jet. Guck mal dahinter. Also, Batman. Ganz kurz nochmal, Ben Affleck als Bruce Wayne gefällt mir sehr gut, mit dem etwas angegraut, ja, ein bisschen älter geworden. Ja, von uns gibt's nicht mehr viele. Er war lange nicht mehr Batman, so scheint es, ja, deswegen geht er wieder in den Keller. Und holt sein... Über Streeter oder über Batman? Stimmt, er geht wieder in den Keller. Stimmt. Den hättest du richtig zu Hause sitzen. Jetzt, wo ich erzähle. Das ist schon ein bisschen... Da vorne hängt ein T-Shirt übrigens bei Lenimo. Ich sage nicht, dass ich Batman bin, aber Batman und mich hat man noch nie zusammen gesehen. Also, ja. Aha, okay. Also die Motivation und die Darstellung von Bruce Wayne gefällt mir das, was ich bisher gesehen habe, sehr, sehr gut. Ich habe meine ein bisschen Probleme mit Lex Luthor tatsächlich, mit Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg rasiert sich den Kopf im Film. Ja, aber da wollen wir auch hoffen. Ne? Jesse Eisenberg spielt. Jesse Eisenberg sieht aus wie 12. Ne? Er sieht aus wie 12 und er spielt auch eigentlich immer gleich. Ich habe keinen Film gesehen mit Jesse Eisenberg, wo Jesse Eisenberg nicht irgendwie... Ey, ist sowas das wie ist wie Michael Cera. Michael Cera spielt auch immer Michael und Morgan, ja. Michael Cera kenne ich gar nicht. Morgan Freeman. Ist ja. Immer Morgan Freeman. Habe ich übrigens. Aber ich spiele keinen. Ja, ich habe noch 3 Tage Urlaub. Also, so. Streter, bitte, ey. Ja, aber das Problem an dem Film, also jetzt Morgan Batman Freeman Superman auch ist doch im Endeffekt, ja. Wir wissen doch jetzt schon, wie die Nummer ausgehen wird. Das wird doch als klassisches Unentschieden enden. Ist doch völlig klar. Nein, da wird doch nicht, der Film wird doch nicht enden, dass Superman Batman den Kopf abreißt und dann kommt der Abspann. Ich meine, wäre lustig, aber wenn die Nummer wäre zumindest eine gewagte Prognose. Basti hat gespoilert. So. Nee, es ist so, dass sie sich vertragen. Ja genau, aber sie hauen sich 2 Stunden auf die Fresse und vertragen. Das ist so wie bei Optimus Prime jetzt irgendwie und dann verträgt er sich nachher mit den Autobots. Das ist so absurd. Dann gehst du auch nicht, du guckst ja nicht 2 Stunden an. Optimus Prime ist ein Autobot. Ja, ja. Du meinst mit die Decepticons. Mit Decepticons. Ja, Entschuldigung. Aber stell dir mal vor, der Film endet damit, dass Optimus Prime die Decepticons sagt, komm, wir lassen jetzt sein und wir gehen jetzt Kaffee, Latte trinken und alles wieder gut. Ja. Ich glaube, der Look und die Besetzung bin da komplett auf deiner Seite. Finde ich cool. Batman, es gibt eine Sequenz, in der Batman an der Häuserfassade klebt
und ja. mit seiner Pistole schunzen. Das sieht ein bisschen sehr computeranimiert aus, aber es sieht auch aus wie in Batman Arkham Knight. Und das gefällt mir sehr und gut. Und da kommen wir jetzt nämlich drauf, Thorsten, ich spiele nämlich gerade Batman Arkham ich Knight. Auch. Du auch? Ich auch. Wunderbar. Ja. Arkham Knight. Nee, noch nicht, weil... Wie weit bist du? Ich bin gerade das erste Mal Panzer gefahren. Ich habe es erst gestern bekommen. Also, ja. Panzer? Ja, ich muss sagen, das Spiel ist absoluter Hammer. Also ja. ich bin wirklich Core-Gamer, ich spiele alles. Und das ist ein geiles Spiel, Setting unfassbar, Grafik unfassbar, der Detailreichtum. Aber, das muss man dazu sagen, irgendwann ist einer der Entwickler irgendwie, hat zufällig einen Hirnschlag erlitten und hat gesagt, jetzt wäre eine gute Idee, wenn Batman mal Panzer fahren würde. Ja. Und deswegen fährt Batmobil. Das Batmobil hat einen Panzermodus, der aber absolut sinnlos ist. Es ist so, als wenn das Batmobil einen Eiswagenmodus hätte und dann hinten irgendwie Max Sunday rauskommt. Es macht nein. keinen Sinn. Nein. Moment, hast du denn schon eine Mission gefahren, wo du andere wegballern musst? Ja, das ist cool gemacht. Da ist der Panzermodus aber ganz schön hilfreich. Ja, natürlich. Du schießt die ganze Zeit auf natürlich unbemannte Panzer, weil Batman erschießt ja keinen. Deswegen sind die Panzer des Gegners alle unbemannt, alles was jetzt storytechnisch aussieht. Naja, und er schießt zwar schon Leute mit Gummigeschossen. Das heißt, pass mal auf. Es geht ja nicht darum, dass er niemanden umbringt. Kids, ich bin bei 100%, habe das Nightfall-Protokoll gestartet und mache jetzt die Nebenmission. Ich bin bei 12%, deswegen nicht kannst spoilern. Kannst du gar nicht mitreden. Ich spoilere überhaupt nicht. So. Der Panzer, also das Batmobil, ist schwierig zu fahren, aber du musst es auch üben. Es ist eine Herausforderung. Es tut mir leid, sicher ist das schwierig. Aber du musst ab und zu mal die Drift-Taste, du musst anders um die Ecken biegen und nicht mal... Und du kannst nicht damit fahren wie in GTA. Du musst ein bisschen was gucken. Dann oder wie bei Mario Kart. Du kannst über viele Sachen drüber springen. Du musst es üben. Und dann geht's. Das heißt, dann stellst du eine gewisse Befriedigung ein, weil es schwierig zu spielen ist. Und den Battle-Modus brauchst du auch, wenn du über die Dächer fährst, weil sonst... Der Battle-Modus ist, da klingelst du an Türen und fragst, haben sie für mich. Nein, aber es macht doch... Klingelman, der neue Bösewicht von Batman. Im Battle-Modus, hallo, pass auf, du brauchst das Geld ganz dringend. Ich hab zu Hause. Ja, aber das macht doch im Kontext des Spiels einfach keinen Sinn. Das ist so, als wenn der Witcher auf einmal ein Laserschwert hätte. Du kannst zum ersten Mal... kannst du. Na, wieso, hörst du das erste Mal vom Batmobil oder was? Nein, das Batmobil ist cool, das Batmobil zu haben. Ja, aber das Batmobil hat doch keinen Panzermodus. Wer kommt denn auf so eine bescheuerte Idee? Das ist doch eine Kackidee. Warum sollte das Batmobil einen Panzermodus haben, wo das Batmobil dann zeigt? Andere Zeiten einfach. Es ist ja... Gotham ist im Ausnahmezustand, ja? Gotham ist immer im Ausnahmezustand. Ja, aber nicht so wie da jetzt. So. Und er muss halt gegen... Das ist einfach ein Spielmodus, den es vorher in der Arkham-Serie noch nicht gab. Es gab doch vorher noch kein Batmobil, oder? Das ist das erste Mal, dass es kein Batmobil gab. Batmobil, aber es war statisch und brachte nur Zeugs. Und das so ist wie der Jet jetzt. Genau. Der ist auch toll. Ja. Gefällt mir gut. Und ich finde es großartig. Ich muss sagen, ich finde es großartig. Ich habe es im Wesentlichen durch. Ich mache jetzt noch einige Nebenmissionen. Habe es auch schwer drauf. Ich fliege auch einfach mal gerne sinnbefreit durch die Stadt. Oh, einfach weil der Regen toll auf dem Cape reflektiert. Wenn der Regen an den Ohren so entlang. Ach, das ist so toll. Das ist wahrscheinlich, sollten wir uns alle nochmal eine Barbie kaufen. Aber ich finde es halt toll, wie er da rumfliegt. Und ich habe bereits die Mission runtergeladen. Eine Familienangelegenheit. Aber, und spiele Batgirl. Hast du Batgirl? Du spielst Batgirl. Logo. Endlich! Sind das andere Missionen? Oder musst du klar, sind völlig. Okay. Du bist mit Robin unterwegs und Batgirl. Oh, und Batgirl ist Batgirl. Batgirl. Und das ist schon toll. Und Poison Ivy ist auch sehr... Ja, die haben sie gut ein. Aber Thorsten hat eben zu mir gesagt, dass die Grafik von The Witcher wäre ja wohl nichts im Verhältnis zu Batman. Da habe ich einen kleinen Haufen. Eine Kontroverse ausgelöst, mal eben. Einen Haufen in meine Hose gemacht, das ist nichts. Das ist ja, tut mir leid. Ich meine, klar, es ist eine gigantische Welt. Da kannst du grafisch nicht so over the top sein wie Batman. Hallo, dem Witcher wächst ein Bart während des Spiels. Ich meine, viel detailreicher geht's nicht mehr. Weißt du, der reitet und ihm wächst ein Bart. Er reitet und ihm wächst ein Bart. Ja, immer, warum heißt das Spiel nicht so? Das weißt ist der Kaufgrund. Warum spielst du der Witcher? Ja, er reitet und ihm wächst ein Bart. Reitet und wächst ein Bart. Ja, schon immer durchgegangen. Ganz einfach. Batman ist ja wahnsinnig komprimiert. Du hast zwar Gotham, das ist relativ groß, aber The Witcher ist ja größer als Wanne Eickel. Mindestens. Also ist ja eigentlich. Er hat den Eindruck, es ist Wanne Eickel. Ich habe The Witcher nicht gespielt, aber ich finde es einfach nur, was du halt sagst, einfach nur geil, in dieser Karre zu sitzen und durch Gotham zu heizen. Einfach so, auch mal ohne. Wie findest du den Twist mit dem, ohne das, spoilern wir es, egal, der Twist mit dem Joker. Gut. Super Anfang. Gut. Ich hab das Spiel das ja angefangen vor dir. Ja. Und Thorsten ist ja auch ein alter Sinatra-Fan. Und der Anfang ist eigentlich für dich gemacht. Ich wollte dich fast anrufen und sagen, Alter, gut, ich fand natürlich, das ist bei mir zwiespältig. Ich hab Sinatra, der Joker lag da und hast du echt eine Taste nicht unbedingt mein Geschmack. Das ist die einzige Taste. Du kannst ja sonst nichts drücken. Ja, und du sitzt da und escherst als alle. Das muss man irgendwie. Das wäre geil gewesen. Nur noch so eine zweite Taste Smoothie machen. Da, wo man dann sagen kann, okay, ich entscheide mich und spiel's einfach mal nicht. Bist du denn schon die Riddler-Strecke gefahren? Nein, bin ich noch nicht. Ich ja. Aber dreimal. Heftig, die dritte habe ich schon. Ehrlich? Die dritte schaffe ich kaum noch.
Also das Dritte ist richtig derbe. Heftig, ist heftig, ja. Ja. Wenn man sonst nur ja, aber in den alten Arkham-Teilen hat da irgendjemand diese Riddler-Challenges hinter sich gebracht? Jetzt mal ganz, also natürlich, alle, ja, aber es ist ja völlig absurd, wie viele Riddler-Challenges gibt. Und ich habe dann mal nachgeschaut, weil ich mir nicht erklären konnte, wie es geht. Und dann hat irgendein Irrer einen fernlenkbaren Batarang durch das halbe Level geworfen. Und dann kriegst, ja, kriegst du halt ein leuchtendes Fragezeichen dafür. Aber ja, du bekommst sonst nichts. Ich war heiß. Ja, das leuchtende Fragezeichen, dafür bekommst du ja auch was. Was bekommst du denn dafür? Ja, zum Beispiel eine Galerie oder einen anderen Kampfmodus. Später, du klagst was dafür. Die Skins, die Skins sind halt Skins auch spielen da auch mit. Skins spielen da auch mit. Die Skins, du bekommst Skins. Sechs Stück, die werden aus Brandenburg. Ein Bus voller Nazis werden dann gebracht. Ja. Du kannst das alte Bat-Kostüm von 66 kannst du anziehen, du kannst das Batmobil... Was ziemlich lächerlich aussieht. Ja, aber es ist so Rest der Grafik. Aber das Batmobil, das 66er Batmobil, du hast das Batmobil, aber mit den roten Streifen. Nein, das Original-Batmobil. Nein, nicht das Original-Batmobil, also das ist immer noch der Panzer, aber er hat halt diese Streifen. Oh, die Kirche im Dorf lassen. Aber jetzt hat er rote Streifen. Übrigens, Basti, du bist hier reingekommen zu Little Nemo in diesem wunderbaren Comicladen in Bochum am Südring. Little Nemo. Und dir fiel sofort dieser, was ist das, eine Spardose. Das ist immer von vorne nicht so. Wir haben zwei Spardosen, zweimal der Joker. Was ist denn jetzt der Unterschied? Mir ist aufgefallen, ja, dass an diesem Joker, der aus den Original, obwohl ja, ja, nee, das der ist, nicht, das ist, ne, der modernere, das ist der Original-Joker. Das ist ein Comic. Das ist ein Comic. Das ist der Comic. Das ist der 70er bis 80er Jahre Comic-Joker, ja, meiner Kindheit, genau, mit dem ich gelebt habe. Ja. Und mit dem lebt, hast du gelebt? In einer WG? Das erklärt natürlich vieles. Und dass an diesem Joker aus der Originalserie, aus den 60ern, Cesar Romero immer ein Schnurrbart hatte, den sie wahrhaftig bei... Könnt ihr jetzt mal aufpassen? Ja, verdammte, ja, nee, Axt. So ich immer referiere gerade über einen, ja, verborgenen Schnurrbart. Okay? Du kannst halt auch dahin. Und man kann hier, ne, kann man sehen, dass sie bei dieser Puppe so detailreich, ja, waren, dass, ja, sie den Schnurrbart... Du hast doch gesagt, ich soll es zeigen. Ja, ist toll. Dass der Schnurrbart des Darstellers, der den nicht abrasieren wollte, Cesar in dieser Romero. Puppe, Cesar Romero, vielen Dank, das ist bei Cesar Romeros Schnurrbart, dass sie ihn sogar hier abgebildet haben. Das ist kein Fehler im Plastik. Cesar Romero, das klingt wie ein Hase, der Zombie-Filme macht. Aber ich glaube, dass der Schnäuzer gemacht ist aus dem Material, das hinten entfernt wurde, damit man so einen Münzeinwurf hat. Ja, auf jeden Fall hast du recht und es ist tatsächlich beeindruckend. Trotzdem bleibt das hier das ist mein Comic-Joker. Das ist der Mark Hamill Joker, ne? Also den, aber er spricht ihn auch in Arkham Knight, spricht Mark Hamill, ja, den Joker. Da haben wir nichts von. Wir haben ihn in einer kongenialen deutschen Übersetzung von David Nathan. Super, David Nathan. Ich habe die PlayStation mir auf Englisch umgestellt, weil ich wollte es lippensynchron sehen. David Nathan spricht doch nicht den Joker. Den Batman. Batman. Ach so, ja, das stimmt. Ja, 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 ja. Und den Joker. Hallo, ja, was ist denn? Es gibt mir die Waffe. Es Nein. Gibt, man wohnt, Joker spielt irgendwie auch mit, wenn er es nicht gespielt hat, wenn das gespielt, wisst ihr es, aber es gibt eine Sequenz, die an meinen Lieblings-Batman-Comic angelehnt ist, der man einfach nur beiwohnt. Aus The Killing Joke. Das hat mich doch sehr umgehauen, der Moment. Fragt er ihn und er guckt auf seinem Handy. Ja, ich habe jetzt. Die Stelle aus The Killing Joke. Ja. Also es gibt echt Momente, wo man auch. Immer noch nicht. Wo man, noch, ich weiß es, wo man auch Joke einfach nur, wo man einfach auch nur guckt. Wo du siehst, Reminiszenzen sind erbracht worden. Und man denkt, boah, Alter. Super, also tolles Spiel. Sie haben auch einen großartigen Twist gefunden, weil die Leute haben moniert, wie scheiße, der Joker ist tot. Lutsch mich runter, nämlich Bärbel, was tun wir jetzt? Mhm. Und sie haben aber einen Twist gefunden, den Joker für das Spiel noch eine Zeit lang zu erhalten. Das ist großartig. Ja, ganz toll. Ja. So viel zum Thema Batman. Ja. Ja. Wie in The Witcher hat keiner gespielt, oder? The Witcher habe ich nicht gespielt. Du hast The Witcher ein bisschen, gespielt? Ja, ich spiele dran rum. Aber es ist halt. Legst es ein und. Ja, Cover mit der Lippe. schon, aber. Das Spiel beginnt damit, dass der Witcher nackt auf dem Einhorn sitzt. Zack, da hatte mich das ja, Spiel. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, da hat er dann schon Bart und dann bumst er erstmal. Auf dem Einhorn. Und da hat das Spiel mich gehabt. Ja, hey, ich versuche wirklich auch, ich spiele deswegen Computerspiele, weil ich was erleben will, was mir in der Realität halt nicht passiert. Und deswegen bin ich da so am Batman dran. Deswegen fahre ich übrigens gerne Mario Kart. Genau. Videospiele. Pixels steht an. Wir haben öfter den Trailer gesehen. Ich habe gerade ein Buch gelesen, wo die Prämisse eigentlich sehr, sehr ähnlich ist wie bei Pixels. Denn es geht darum, Adam Sandler spielt mich nicht in dem Buch. Es geht darum, dass Außerirdische die Erde angreifen und alle Videospieler, die besten Videospieler der Welt, müssen gegen diese Außerirdischen antreten. Ich rede natürlich von Armada, dem neuen Buch von Ernest Cline, Autor von Ready Player One. Falls ihr Videospiele mögt und Ready Player One noch nicht gelesen habt, dann macht jetzt bitte den Podcast aus und besorgt euch dieses Buch. Ernest Cline hat Fanboys geschrieben,
auch, dieses Drehbuch zu Fanboys. Verfilmt worden. Ja, ja. Ready Player One wird gerade verfilmt oder beziehungsweise ist in Pre-Production von Spielberg. Spielberg selber verfilmt. Ja, wenn nur einer... Ready Player One? Nee. Nein. Wirst du total lieben. Das ist eine Lücke. Aber das Cover sieht ein bisschen aus wie ein Statistikfachbuch, das muss man sagen. Also das macht mich jetzt so nicht bisschen, so heiß. So ein bisschen, Buch über Videospiele. Und ich habe extra, Gary hat nämlich die Hardcover-Version davon, von dem Buch. Und da ist nämlich das Raumschiff auch als Blau. Blaupause. Zum Nachbauen drin. Zugeschaut und mitgebaut. Aus ganz Stilo. Genau. Mit Peter genau. Lustig und schön. Und hier ist auch das Foto von Ernest Cline. Von Ernest Cline, der ist nämlich auch Besitzer eines Deloitte. Ich wollte es in die Kamera zeigen. Ernest Cline ist ein Novelist. Du hast gesagt, einfach was zu sehen. Obwohl, das ist ja so ein das ist ja er das Ektomobil. Das Ektomobil der DeLorean aus Back to the Future. Was ist das dritte noch? Nein. Das sind so drei Autos ineinander vereint, sozusagen. Der DeLorean mit dem Ektomobil Dingsschild. Ja. Und dann Leute. Du wolltest, du hast gerade gesagt, dass das in der Pre-Production ist mit Regie Steven Spielberg. Ja. Ready Player One, also das erste Buch von okay. Ihm. Ich werde leider den Film nicht sehen können, weil ich will nie wieder einen Film von Steven Spielberg. Was? Oh, du sitzt mit einem riesen Spielberg-Fan. Der heißt ja. Nicht was, nur, was ist denn passiert? Das war raus. Ich erkläre. Ich bin Jahrgang 84. Also ich bin ungefähr 30 Jahre jünger als alle anderen am Tisch. Entschuldigung. Ja, ich bin da eine schön große Fresse. Was ist denn? Die Magie der Spielberg-Filme der 90er Jahre. Ich habe gestern nochmal Jurassic Park geguckt, das haut hier aus dem Latschen. Ich meine, ihr drei fandet ja auch Jurassic World gut. Deswegen nehme ich euch sowieso komplett nicht ernst, seid ihr geisteskrank. Ja, wir haben übrigens, eine hat geschrieben, wir hätten jetzt komplett unser. Ihr seid ja bekloppt. Ja, hab ich auch gelesen, ja. Und dann, wir haben unser Prestige. Entschuldige bitte mal, was waren da für ein Einsatz Prestige. Wir haben unser Prestige verloren. Ich erkläre dir jetzt mal, was das Problem ist. Seit Steven Spielberg. Indiana Jones anal gefistet hat in diesem Film. Also seit Indiana Jones gestorben so ist vor meinen Augen im Kino. Nee. Du meinst Indiana Jones 4? Ja, Indiana Jones 4. Was war das denn für ein Film? Ich saß mit einem Freund zusammen im Kino. Wir sind beide absolute. Es war gekauft. Meine Eltern haben die bezahlt. Jedenfalls saß ich mit ihm im Kino und er hat neben mir angefangen zu weinen. Ja. Er hat während dieses Films geweint. Bist du sicher, dass ich nicht neben mir bin? Das war einfach das Schlimmste. Weil der Film so furchtbar war. Das war, als wenn Steven Spielberg hätte während der Regie irgendwie einen Schlaganfall erlitten. Also irgendwas ist war komplett falsch. Kann auch sein, weil George Lucas dann wahrscheinlich irgendwie übernommen hat, der ja schon mal drei Filme in den Sand gesetzt hat. Ich gebe dir recht, Spielberg hat sein Mojo verloren. Spielberg dreht ab und zu Filme, die nicht richtig gut sind. Das muss man einfach sagen. Gerade so gegen schön Ende. War of the Worlds, das Ende. Anfang. Der Hund hat überlebt. Anfang super. Naja, aber das Ende von War of the Worlds ist nun mal das, was im Roman aussieht. Ja, nein. Es geht nicht er meint damit nicht das Bakterienende. Er meint damit, dass Tom Cruise durch die kompletten Staaten läuft, fährt auf dem Fahrrad, was weiß ich, und dann nach Hause kommt, wo seine Frau, seine Großeltern, und sein beschissener Hund, der durch die kompletten Staaten in der gleichen Zeit wie Tom Cruise gelaufen ist, auf ihn warten. Da warten alle. Benji. Ach so, ja. Gott, ist mir gar nicht aufgefallen. Benji. Ja, es ist einfach unfassbar. Da wart ihr raus, also zwei Minuten vorm Ende. Ja, es hat mir nicht gefallen, muss ich auch wirklich sagen. Es hat mir den Gesamteindruck des Films vermiest. Ich bin bereit, gerade auch bei fiktionalen Filmen, das war, einer hat geschrieben über Jurassic World, das ist ja alles total unrealistisch. Und ich auch dachte, ja, kann man so sehen. aber ich bin bereit, das ist keine Doku. Ich bin bereit, sehr viel zu investieren, wenn ich sage, ich gucke einen Fantasy-Film oder ich fand zum Beispiel die Anfangssequenz von Indiana Jones 4 mit dem Kühlschrank, fand ich gar nicht so scheiße, weil ich fand, dass die Erdmännchen scheiße aussahen. Er dreht. Aber guck mal, was er nicht gecheckt hat, ne? Was er einfach nicht verstanden hat, und jetzt kann ich nicht verstehen, wenn du drei Filme drehst, die Meisterwerke sind. Gut, der zweite ist, kann man, ne? Aber dass Indiana Jones immer. Warum ist denn Indiana Jones so? Kalimar shop die Idee. Kalimar shop die Idee, das wollte ich aber auch mal sagen. Kalimar shop die Idee. Warum sind diese Filme so Meisterwerke? Weil sie in der Realität, hast du wohl auf mir das. Ich muss das. Es hat den ganzen Tag in mir gebrodelt. Jetzt geht's wieder. Ja. Kannst du ein paar Kerzen aufbauen dabei? Ja. Jedenfalls, die Filme sind solche Meisterwerke, weil sie in der Realität verortet sind. Ne? Weil es Nazis gibt, weil es von mir aus den Kreuzritter gibt, der schon ewig war. Alles. Und dann kommt der mir. Und die Geister aus der Bundeslade. Du hast ja, gesagt, gut, die Geister aus der Bundeslade. Deswegen sollte man die vor sich herziehen. Hast du hier die scheiß Bundeslade aufgemacht? Du weißt nicht, ob der Geist. Apropos, ich habe heute in der Zeitung gelesen, jetzt kommt, dass in Äthiopien ein einzelner äthiopischer Mönch abgestellt ist, der nichts anderes tut, als das zu bewachen, was er für die Bundeslade
Hey! Das kann jetzt natürlich viel sein. Wenn Amazon draufsteht, Finger weg davon. Aber es steht heute Tagespresse. Ah, okay. Ich wollte dich aber nicht abwürgen. Und dann, ja, und Indiana Jones hat natürlich solche Sachen überlebt, wie mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug und so. Alles unrealistisch, aber mit einem Kühlschrank. Mit einem Kühlschrank eine Atomexplosion zu überleben. Es ist das. Ja, das ist auch, komm, das nehme ich noch mit. Komm, das nehme ich noch mit. Das war genau der Moment, wie damals Pierce Brosnan vom Motorrad in das Flugzeug reingesprungen ist. Da hat die Hälfte des Kinos in Goldeneye, die Hälfte des Kinos hat gemacht, und ich habe gedacht, ja, er ist wieder zurück. Ja, gut, weil es Bond ist. Ja, und Bond ist Indiana nicht Jones ist nichts anderes als Bond. Deswegen ist er Sean Connery der Vater von Harrison Ford. Das ist. Wo er nur 7 Jahre älter ist. Ja. Meine Güte, ne, wir machen ja heute hier Kisten auf. Leck mich am Arsch. Oder nutz mich rund. Hör mal, da haben wir das Niveau aber gerade noch mal. Wann hat der Film dich denn verloren, Hennes? Welcher? Ja, Indiana Jones 4. Wann hast du gesagt, jetzt. Ja, in dem Moment, wo Stroganoff als Marlon Brando mit der schiefen Kappe ins Bild kam. Der kann auch nur ganz wenig. Und der kann leider gar nicht wenig. Und er muss immer mit Robotern zusammenspielen, die sich in Autos verwandeln. Anders wird das nichts. Nein, das war in dem Moment, das war dann einfach zu dicke. Ich saß in Dortmund. Ich auch, ja, echt? Ich hab den auch in Dortmund gesehen. So Dortmund stehen. Lass es so stehen. Und dann kommt die letzte Szene, wo so fangen große Geschichten an. Ich saß in Dortmund. Einzelhaft. Wo Indy heiratet am Ende, ne? wo er seine Sympathie, ich weiß nicht mehr, wie heißt sie nochmal? Wie heißt im Film, heißt sie? Elaine? Nein. Wie heißt sie? Nee, wie heißt sie? Jedenfalls sieht sie aus, als wäre die letzten, Karen, sie hat jedenfalls die letzten 30 Jahre Crack geraucht oder weiter mit dem Mongolen Schnaps gesoffen. Die sieht halt so schlimm aus. Die ist halt alt geworden. Ja, als wenn Harry sofort die heiraten würde. Ja. Egal. Und dann bückt sich Shia LaBeouf, Stroganoff, bückt sich zu dem Hut. Und in Dortmund brüllt einer im Kino, leck mich doch am Arsch! Hat der, ja, der wollte den Hut anfassen. Hat er auch gemacht. Der wollte den Hut, das sollte ja ursprünglich, er nimmt den Hut und er übernimmt es. Ravenwood hieß es. Am Arsch übernimmt der irgendwas. Er läuft eine Papiertüte. Karen Allen. Hieß irgendwas mit Ravenwood. Basti ist heute ein bisschen auf Radau gebügelt. Nein, ja, wir sind nicht ganz so laut. Du lädst den ein und denkst, Freundschaftsdienst, ja, und dann geht das hier wirklich zur Sache. Weißt wir sind doch hier nicht bei Lichter und Zierling. Hättest du gewusst, dass für ein Aggressor ich uns hier an den Tisch hole. Geh doch zu der klügere Kind nach. Derartige Vandale gebürstet, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist halt also den letzten Gast, das stimmen wir das nächste Mal ein bisschen ab, bitte. Ich habe auf Radau gebügelt. Dann sedieren wir den Freund. Meine Frau hat gesagt, du bist heute wieder auf Radau gebügelt. Bei der nächsten Show werde ich sediert, das ist schön. Wie kamen wir drauf? Spielberg. Okay, Ernest Cline, Armada sowie Ready Player One, absolutes Must-Read. Absolut Must-Read. Geh mal kurz zu den Büchern. Ein Buch, was Gary und ich gerade lesen, das ein wie macht ihr das? Bringt ihr euch das immer gegenseitig? Nee, wir haben es beide. Okay. Eine Sammlung von Interviews von Judd Apatow. Gary, sag mal was zu Judd Apatow. Judd Apatow ist bekennender Comedy-Nerd, schon immer gewesen, schon als kleines Kind und noch bevor er Regisseur wurde und so gnadenlos gute Filme gemacht hat. Wir sollen nicht in der Vergangenheit schwelgen. Was macht er denn jetzt? Wir Knocked Up. Der ist jetzt gerade aktuell, hat er wieder einen Film in den amerikanischen Kinos, läuft bei uns, glaube ich, nächsten Monat mit der Amy Schumer. Mit einer Kollegin von Trainwreck. Trainwreck, ja, genau, hier Bill heißt Hader. Wie heißt er hier? Ja, heißt irgendwie. So irgendwie, kommst du heute, nicht kommst morgen. Genau, kommst du heute. Ronda Stein setzt kein Moos an. Genau, und naja, auf jeden Fall. Produzent von Anchorman, 40 Year genau. Virgin, Girls, er produziert die Serie Girls, er ist sehr, sehr umtriebig. Genau. Guter und wie gesagt, und heute noch ein großer Fan von Comedians, das sind seine Freunde mittlerweile. Und da hat er. Da hat er schon, also im Grunde ist er ein Podcast-Pionier, weil er damals hat er vorgegeben, für eine Radiostation zu arbeiten. Das war so eine ganz kleine Schülerradiostation. Nur damit er Zugang hat zu solchen Leuten wie Seinfeld oder halt seinen Idolen. Und er hat dann da Steve Martin zum Beispiel. Steve Martin ist auch eine super Geschichte, eine super Judd Apatow-Geschichte. Er hat zusammen mit Adam Sandler in einer WG gewohnt, deswegen haben die auch zusammen den Film gemacht. Ganz funny genau. People, der leider nicht so funny ist, aber er ist auch dabei. Also man, John Stewart, Steve Martin. Also Sarah Silver, Mel Brooks, Louis C.K., Jay Leno. Also sie Seth sind Rogen. Alte Interviews. Worum geht's denn in dem Buch? Es sind einfach Interviews, nur so, es Interviews. Geht ums Leben. Er hat eine Serie gedreht, die nannte sich Freaks and Geeks. Ich setz mich mal einfach drauf. Freaks and Geeks, die hast du auch gesehen. Ja, da schreibt er auch drüber mit James Franco und mit Seth Rogen, glaube ich auch. Ja. Auch Freaks and Geeks ist wirklich ein Jammer, dass die Serie nie fortgesetzt wurde. Er produziert im Moment Girls von Lena Dunham, auch eine tolle Serie. Weiter habe ich gelesen die Autobiografie von Martin Short, I must say. Martin Short
ein wunderbares Buch, ganz tolles Buch. Und er beschreibt halt auch. Aber Martin Short kommt so ein bisschen zu kurz. Martin Short kommt in diesem Buch etwas kurz. Ja, danke. Oder was ist das eigentlich, was Martin Short, Ernest Klein, was ist ja nicht los? Ja. Das ist schon sehr speziell, Bücher, oder? Das sind alles Hardcover-Bücher. Das sind alles Hardcover-Bücher. Also sind das so toll ist, ich liebe Martin Short, seitdem ich ihn in den drei Amigos gesehen habe. My little buttercup, es ist wie das Mal. Lippenbalsam. Sind Sie der brennende Busch? Der singende Busch? Und er beschreibt halt, wie er es immer fast geschafft hat, ein Superstar zu werden, aber eben immer nur fast. In die gleiche, beschreibt er selber, in die gleiche Kerbe. Habt ihr das fürchterliche Interview gesehen von einer amerikanischen Interviewerin, die ihn gefragt hat? Also sie fragt ihn halt, sie fragt ihn nach seiner Ehefrau, wie es ihr geht und dass sie eine ganz wundervolle Frau ist und dass er sie ganz, ganz, ganz liebevoll grüßen soll und so. Und er nickt nur. Und die Frau ist 2 Jahre vorher an Brustkrebs gestorben. Das hat die Interviewerin aber nicht gewusst. Und hat dann weiter ausgeführt, was für eine tolle Zukunft und wie lange sie schon verheiratet Martin sind. Martin Short hat sie halt während der, das war live. Fand ich groß. Hat sie nicht auflaufen lassen. Du siehst es in seinem Gesicht. Es ist ein ganzes Kapitel über diesen Moment. Echt? Ist da drin. Den Tod seiner Frau. Ist auch, ist ergreifend. Sehr ergreifend ist auch, um jetzt die Brücke schnell zu kriegen hier, bevor wir alle waren. Die Autobiografie von Billy Crystal. Die habe ich in Deutsch gelesen. Still Fooling, wie heißt sie auf Deutsch? 65. Totaler Quatsch. Jetzt geht's erst richtig los. Auch so Martin Short, Billy Crystal, beide großartig. Erzählt er von Robin Williams? Ja. Er erzählt von Robin Williams, nicht so viel, wie ich mir das jetzt hätte gewünscht. Hier kommt tatsächlich, beschreibt Martin Short wirklich auch das Ableben von Robin Williams. Und dass Robin Williams damals zu ihm gekommen ist nach Toronto, um bei Second City, das war eine der berühmten Comedy-Gruppen, aus denen Saturday Night Live-Leute wie Dan Aykroyd und Bill Murray und John Belushi hervorgegangen sind. Und er beschreibt, wie er damals schon total gebrannt hat. Und er beschreibt auch, wie es war, wie er das empfunden hat, als er gestorben ist. Das heißt, das Buch ist auch im letzten Jahr auch erst fertig geworden. Sehr Billy Crystal ist gerade wieder in der Fernsehserie zu sehen. Was heißt gerade wieder? Der hat ja noch nie eine Fernsehserie gemacht, glaube ich. Soap. Damit ist er berühmt geworden. Jetzt die neue heißt Comedians. Okay. Ist im Moment nur, muss man halt gucken, wie man das sieht. Gibt es Möglichkeiten? Es gibt Möglichkeiten, Knicknack. Und die ist sehr gut, also die ist auch so ein Behind the Scenes, also ist manchmal so ein bisschen müde, weil man hat zu viel, das jetzt schon so gesehen, es sind so ein bisschen wie Curb und zwei so Komiker, die Josh Gad, die beiden zusammen müssen eine Sketchshow stemmen. Und prallen dann natürlich Welten aufeinander. Der beste Host aller Zeiten. Definitiv der beste Oscar-Host. Und die Oscar-Geschichten, die da drin sind. Neben James Franco, der auch sehr gut ist. James Franco und Anne Hathaway. Der Großmeister ist relativierend. Oh mein Gott. Also ihn fand ich gut, aber auch James Franco. Gott, war der breit an dem Abend, oder? Alter Verwalter. Mein Gott. Lass uns noch mal kurz über die Comic-Con Trailer reden, die noch weiter draußen haben. Star Wars, es war kein Trailer, es war mehr so ein Reel. Behind the Scenes, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es mich gepackt. Ja. Also da habe ich echt gesehen, so hab geweint. Mhm. Ja, ich dachte auch eine Konzeptzeichnung. Nee, kaputt. Das war schlimm. Nein, du siehst eigentlich nichts anderes als das, was du in dem Trailer gesehen hast, nur halt wie sie es gemacht haben, wirklich mit richtigen Sets. Pass mal auf. Das war so ein Moment, dass der Peter Mayhew, wenn der die Maske abnimmt, eingeschminkt, sieht der aus wie ein vollständiger Honk. Der hat nicht wirklich Angst. Aber er sieht aus wie ein Schrat. Er macht nur. Aber er kann's. Ich möchte euch mal fragen, ihr habt ja ein bisschen auch was mit Comics und Star Wars zu tun. Habe ich schon mitbekommen, das ist schon ein Thema, das ihr mögt. Was reißt du uns hier? Ich bin absoluter... Aber Nudelsuppe, was ist mit Nudelsuppe? Ich habe ein Star Wars T-Shirt an, alles in Ordnung. Ich bin ein absoluter Fan, aber ich bin auch gehypt von dem Trailer. Ich sage, wow, der Trailer ist geil, das ist ein toller Trailer. Ich bin mir ganz sicher, dass Abrams das hinkriegen wird, aber... Jetzt kommt's. Es glaubt doch nicht ernsthaft einer von euch, dass Han Solo da mehr als 2 Minuten sind. Ja, das ist... Das ich sehe das jetzt schon kommen. Nee, nee. Der wird am Anfang wahrscheinlich aus Millennium Falcon steigen, wird sagen, wir sind Darth Vader, und dann fliegt der Millennium Falcon in die Luft. Und dann haben die bisher noch unbekannten Helden einen Antrieb, um Han Solo zu rächen, zu holen, zu besorgen. Mindestens 20 Minuten Screentime. Und da wette ich jetzt... Der war 3 Tage am Set. Wir sitzen hier. Er war nicht 3 Tage am Set, er war über eine Woche am Set, hat sich dann ein Bein gebrochen und war dann nochmal eine Woche am Set. Und dann ist er mit dem Flugzeug abgestürzt. Und nächste Woche läuft er mit dem Gesicht in die Kreissäge. Aber bis dahin. Ich gebe Bastian recht, es werden nicht mehr als 5 Minuten Ich sage 20. Ich wette mit dir. Okay. 5 gegen 20?
Also ich wette weniger als 5. Weniger als 5. Aber ich sage aber 20 jede, oder mehr. Jede Sekunde wird großartig sein mit Han Solo. Das wird, jede Sekunde wird großartig. Also nee. Aber Mark Hamill kommt auch wieder vor, oder? Mark Hamill ist auch dabei, natürlich. Kommt, also, ja, aber ist das dann nicht wirklich so eine peinliche, die fahren im Bus vorbei und winken raus, Nummer? Also, so, da habe ich Angst vor. Die pumpen gerade auf. Ja, alle. Was ist denn eine... Wir fahren im Bus und winken raus, Nummer. Ganz einfach. Kannst du mir das mal? Ja, ganz einfach. So ein wo kommt das denn vor bei Hitchcock? Jetzt, wir wissen ganz. Wo kommt denn da? Also, Hitchcock fährt im Bus und winkt raus. Also, Cameos. Ja, aber ja, Cameos. Es werden Cameos werden. Ganz einfach. Sie sind nicht das Zentrum der Story mehr. Das ist ja ganz klar. Das ist ja, sagen wir mal, schon bekannt. Und ich meine, jeder, der damit aufgewachsen ist, der wünscht sich doch so viel wie nur möglich von denen zu bekommen. Ich will keinen schwarzen Stormtrooper haben. Ich möchte gerne bitte. Du kriegst doch keinen schwarzen Stormtrooper. Oder einen schwarzen im Stormtrooper-Kostüm, der da in der Wüste rumsteht. Ach so. Nichts gegen den schwarzen Herrn. Ach, du willst keinen schwarzen. Ja, ich will, jetzt weil weiß ich, was du meinst. Ich will nicht, dass schwarze Stormtrooper sind. Geht doch. Schön, Basti, schön. Ich gehe doch noch Freital. Geht immer besser. Aber ich will keinen farbigen als Stormtrooper. Nice. Ja. Du weißt doch noch gar nicht, warum er in der Stormtrooper-Rüstung ist. Ja, das wird ja Story, aber es wird nichts damit zu tun. Es werden einfach die Figuren, die wir lieben, die wir sehen wollen, nicht vorkommen. Sie werden alle vorkommen. Alle doch. Figuren, die wir sehen wollen, Chewie, Armin, du wirst Han Solo sehen, du wirst Prinzessin Leia sehen, du wirst Luke Skywalker sehen, du wirst Chewbacca sehen, R2-D2, du wirst C-3PO sehen, du wirst alle sehen. Du wirst alle, irgendwie werden sie eingebaut sein und ich traue... Darth Vader wird die Maske, die Fimo-Maske. Die Fimo-Maske, aus geschmolzenem Fimo. Ja, wir brauchen noch schnell eine Maske, 20 Minuten. Das wird noch, ich sage länger als 20 Minuten, denn ich glaube, dass diejenigen sind, die die jungen Leute an die Macht heranführen. Deswegen haben sie und das schaffst du in 5 Minuten einfach. George Lucas hat schon einmal, dreimal verkackt. Ach, der Georg. Ja, aber das ist ja einmal. Nein, aber ich kann es nicht fassen, wie man dieses Basismaterial haben kann. Wie kann man nur sowas wie Star Wars oder Indiana Jones haben und kann aus diesem Basismaterial das machen? Das kann gesehen? Ich dir ganz genau sagen. Ja. Du meinst Episode 1 oder so? Ja, 1, 2, der dritte. Das kann ich dir genau sagen. Er hat ja, der originale Star Wars ist ja 1:1 die Heldenreise nach Joseph Campbell. Ne? Ich meine, George Lucas ist... Jetzt weiß aber nicht, wovon er redet. Der Typ, der Joseph Campbell ist, oder beziehungsweise war ein Professor, der sich mit Mythen beschäftigt hat und der hat als erster so praktisch die eine Geschichte erkannt, dass sie in allen Kulturen auftaucht und das ist die Heldenreise. Das ist die Odyssee. Die Odyssee eigentlich. Ganz genau. Auch bei Carl Jung, der hat es ja schon... Ja. So. Und Star Wars ist eine 1:1 die Heldenreise. Trendknopf. So. Und dann hat sich der George Lucas wahrscheinlich gesagt, das kann ich ja jetzt nicht nochmal machen. Und hat dann komplett vergeigt irgendwie. Und hat... Ich glaube, da muss mehr Politik sein. Ivanhoe, du bist jetzt ein Roboter. Boom. Ja. Deswegen hat der Film so gut funktioniert, weil es die Heldenreise war. Ja, aber es würde doch auch ohne Reise gehen, aber einfach dir das... Die Leute, was wollen die Leute denn sehen? Sie wollen den Millennium Falcon sehen, sie wollen Han Solo sehen, sie wollen Luke Skywalker sehen. Kriegst du ja auch alles. Ja, auch bei Episode 1 hätte jeder das gewollt. Ja, er wollte es halt anders machen. Und, aber bleib nie in der ganzen Arm. Aber war George Lucas... Ich meine, ich bin nie ein großer George Lucas-Fan gewesen. Dieser Trailer hat schön geschnitten, ersten Einblick darin gegeben, dass viele handgemachte Effekte dabei sind, dass die ganzen Jungs wieder aufkommen. Das ist ja auch interessant. Sieht man wieder, man sieht so kleine. Ist das nicht interessant, dass das mittlerweile so früher, da war man noch so nach Jurassic Park, da war man noch total hin und weg von diesen tollen CGI-Momenten und jetzt freut man sich schon darüber, dass wieder die sogenannten Practicals dabei sind, nämlich mal wirklich so handgemachte Masken und Roboter und so. Ist doch toll. Ich streame noch, ich möchte zum Beispiel keine Musik, ich höre sie im Moment mit dem Plattenspieler. Das ist sehr schön. Ja, du das bist im Auto. Ich streame sie erst, brenne sie dann auf eine Wachsplatte und höre sie dann auf den Plattenspieler. So, da komm erstmal ran. So. Das dauert. Für Piep, kleiner Satellit, habe ich eine Woche gebraucht. Trotzdem mache ich's. Darf ich einen Zwischenruf? Darf ich nochmal fragen, warum ihr Jurassic World gut fandet? Ja, oder das wollte ich gerade. Dankeschön. Ja. Danke, ich sag jetzt euch das. Thorsten, so, pass auf. Fass. Du kannst natürlich sagen. Kannst du nicht mit ihm reden, Thorsten Fass. Du kannst eine Unverschämtheit. Er hat doch abgenommen. Ja, hat er auch. Auf den Kopf. So, Fresse jetzt. Ja. Die Demokratie beim Podcast, widerlich. Pass auf, Jurassic World. Es ist ja nun mal so, dass dieser Film sehr, sehr teuer war und du vielleicht draußen auch eine hohe Erwartung an diesen Film hattest, wo du gesagt hast, ich will aber Saurier, knickknack, die Geschichte muss toll sein. Ich persönlich messe den Wert eines Films, der mich interessiert, nur an den 13 Euro Eintrittsgeld.
Das heißt, und, in meinem und Leben. Und natürlich an den fünf Portionen Nachos, die du dabei verdackst. Mit fünf, da wirst du fünf nicht rauskommen. Ja. Jedenfalls. Unterhaltungswert. Ist der Unterhaltungswert. Ich erwarte keine Raketenphysik. Wenn ich das will, gucke ich mir einen französischen Film an. Französische Filme sind gut. Haben immer 10 Millionen Zuschauer. Die letzte Rotze. Alien 4. Alien 4. Jean-Paul Genet. Wir haben den alle gesehen. Alle. Alle sind ziemlich beste Freunde. War das Einzige, was du gucken konntest. Egal. Jedenfalls, ich habe für meine 15 Euro, was wir da bezahlt haben, plus nochmal 30 Euro für Nachos, bin ich gut bedient worden. Natürlich ist das Ding ein bisschen künstlicher und es erfindet das Rad nicht neu, aber es sind angenehme Reminiszenzen drin. Am Nachmittag hat es geregnet an dem Tag. Nee, es war brüllheiß. Wahnsinnig heiß. Es war brüllheiß. Das hat mit dem Film nichts zu tun. Doch, doch, sicher. Also, da gehe ich ins Kino, dann ist mein. Ich verplemper meine Zeit nicht mit Filmen. Die Qualität eines Films nicht an der Außentemperatur messen. Also, Jurassic World war gut, weil draußen war es heiß. Ja, also wir drei, die wir drin waren, wir waren uns einig, dass wir den Film sehr, sehr, sehr mochten. Okay. Ja. So, du bist jetzt hier. Die Alternative zu 2,5 Stunden digitalen Sauriern wäre gewesen, dass das Wasser in den Schuhen steht im Ruhrpark in Bochum. Genau. Bei den Temperaturen. Das will jetzt sag Basti doch mal bitte, was er jetzt an dem Film nicht gut fand. Also ich hab das unreflektiert genossen. Ich habe im Jahr 93, da war ich 9 Jahre alt, habe ich insgesamt 8-mal Jurassic Park gesehen. Von allem Geld, was ich hatte. Ich bin 8-mal in Jurassic Park gegangen. Ich habe es sogar beim ersten Mal verstanden. Aber warum nicht? Und ich habe gedacht, okay, das ist vielleicht eine Kindheitserinnerung, die sich nicht auffrischen lässt. Und habe ihn mir gestern nochmal angeschaut, um euch das jetzt, um euch den Unterschied zu erwähnen. Und dieser Film hat absolut... The Test of Time, der hat absolut das bestanden. Mm. Der ist nach 20 Jahren immer noch genauso geil wie damals. Ohne immer noch die gleichen Anschlussfehler drin. Ja, die Dinosaurier. Ja, und das Mädchen ist ein Hacker und so ein Hacker. Ja, ja, klar. Und das ist alles Quatsch. Aber dieser Film hat Seele. Der hat eine unfassbare Erzählstruktur. Da ist ein Schalter, darauf steht. Und dann, push to close. Okay. Ja, gut, das ist jetzt nicht so das gut. Doch, das mag ich sehr gerne. Aber und dann hast du... Hast du Namen dran. Dann hast du... Du hast eine Exposition, du hast einen Aufbau der Spannung, dann siehst du warum, die Dinos. Das ist der, und das jetzt, ist der 1:1 Aufbau von der Weiße Hai beispielsweise. Aber das ist Steven Spielbergs. Genau. Du sagst jetzt, was du an Jurassic Park damals gut fandest. Und jetzt sag ich, was Jurassic World war eine Katastrophe aus meiner Sicht. Ja, erstens, ich erkläre. Ja. Von der Technik her beeindruckend. Obwohl selbst dafür fand ich Harry bleibt hier. Harry bleibt da, Mensch. Nicht gesehen? Nein, oder fand ich so gut? Lass mal hier durch. Also, ganz einfach. Dieser Film hat versucht, alles... der hat uns Dinosaurier geboten, ja, aber er hatte keinerlei bisschen Seele. Wir brauchen keine Scheidungskinder, die ihre emotionslose Tante besuchen, die in High Heels vor einem T-Rex und vor Velociraptoren wegläuft. Die zieht diese Schuhe nicht aus. Über den Scheidungskinder in jedem Spielbergfilm tauchen. Finden. Ja, es ist, du sitzt im Kino und sagst, diese Frau hat High Heels an, sie läuft vor einem T-Rex. Okay, das machst du für deine 12 Euro. Ja, die High Heels. Die High Heels, okay, da gebe ich dir recht. Du hast, sie sagen, warum hat Jurassic Park so funktioniert? Warum haben alle sich gefreut, als am Ende von Jurassic World der T-Rex kommt und dann mal zeigt, wer the motherfucking T-Rex ist. Weil jeder will den T-Rex sehen. Keiner will irgendeinen bescheuerten, der Dinosaurier, der sich dann tarnen kann und der hat von mir aus Schweißfüße und so, Indominus Rex. Das ist so ein Scheiß gewesen und so völlig aufgepflanzt und unglaubwürdig gewesen. Der hat so wenig von der Lust und von der Begeisterung geatmet. Für mich war Jurassic World, Jurassic Park 2 in teurer. Für mich war Jurassic World Jurassic Park 1 mit mehr Dinosauriern und mit weniger Anschlussfehlern. Es war eigentlich im Prinzip genau das gleiche. Als der T-Rex durch San Diego läuft, das macht mir schon Spaß. Ja, und er beißt dann den Typ ab und die Hände bleiben am Steuer dran. Ja, ja, das sind Kleinigkeiten. Was mich an dem Film gestört hat. Das ist wirklich eine Generationsfrage. Wenn du wirklich sagst, du warst damals, wie alt warst du dann? 9 Jahre. 9 Jahre alt und du hast diesen Film zum ersten Mal gesehen. Wir haben uns ja wirklich darauf gefreut, dass es endlich einen realistisch aussehenden Dinosaurier-Film gibt. Und diesen Film gab es vorher in der Form noch nicht. Es gab Harryhausen, es gab immer alle möglichen Sachen, aber ein Film von dieser Perfektion, wie damals Jurassic Park, ist auch gut gealtert, sieht auch gut aus in 3D, muss man sagen, aber du hast diesen Film wirklich als Kind gesehen und wir haben jetzt irgendwie, ich habe wirklich jetzt das Gefühl gehabt, als wir in Jurassic World waren, hätte man jetzt nicht schlechter machen können, weil du kannst das nicht neu erfinden. Man hätte es nicht schlechter machen können, da hat er recht. Ja. Komm, Harryhausen liegt bei Gütersloh. Überlegt. Du weißt, was ich sagen wollte damit. Ja, ich weiß. Aber was hast du erwartet? Ich habe erwartet, dass dieser Film...
dass ja. der Film ein bisschen der Seele atmet, die diese Filme für mich ausmachen. Also, natürlich sind Anschlussfehler drin. Natürlich steht am Ende von Jurassic Park der T-Rex plötzlich in dieser Halle und keiner hat ihn gehört vorher. Du siehst nur so eine winzig kleine ja. Klappe, die aufgeht und die Tür noch ein bisschen schwingt. Und fast haben die erst Luft abgelassen bei Baymax. Das ist mir aber als Kind nicht aufgefallen. Heute fällt mir das auf. Okay, keiner hat es gemerkt. Aber bei diesem Film ist einfach diese Zusammensetzung, die Figuren, es sind Abziehbilder. Also, ich fand die Seele des Films war für mich Chris Pratt. Und aber Chris Pratt hatte nichts von der Coolness, der Lockerheit, der, des Witzes. So, nein, genau. Also bei Guardians of the Galaxy habe ich mich am Stück beömmelt über so Gags wie, das wäre ein Jackson Pollock Painting, wenn man es anstrahlen würde und so. Und bei dem Film habe ich die ganze Zeit nur gedacht, okay, die beiden haben keinerlei, gar keine Chemie miteinander. Trotzdem soll ich denen glauben, dass die jetzt am Ende noch irgendwie aufeinander zugehen. Das ist wichtig. Was hast du gesehen? Ziemlich beste Freunde? Das ist mir scheißegal, ob die Alte gefressen wird. Es ging um die Sorge. Ich fand schon, dass das ziemlich abging zwischen Dallas Bryce Howard. Ja, ich fand auch, da ist ein Funke übergesprungen. Es war mir scheißegal. Also bitte, ohne und Scheiß, zwischen den Raptoren und zwischen Dominus Rex war mehr Sex als zwischen denen. Das war wir haben im Kino gelesen, wann kommt der Saurier? Das war uns scheißegal. Das ist auf jeden Fall der lauteste Podcast, den wir bisher gehört haben. Godzilla ist mir auf den Sack gegangen. Da kam überhaupt kein Godzilla drin vor in dem neuen Film. Wann kommt die Echse, wann kommt die? Wenn sie kommt, wird sie ein kleiner Hals. Also ich fand der Jurassic World war eine konsequente Weiterentwicklung von der Geschichte. Ich habe das alles geglaubt. Nein, ich fand, es war keine Weiterentwicklung. Es war die gleiche Geschichte, anders erzählt. Ja. Es war die Geschichte mit war dem Seegewohner des neuen Jahrtausends. Ganz das genau. Richard Attenborough jetzt auf einmal ein Inder war. Das war der einzige so Unterschied. Der eine ist überhaupt nicht älter geworden. Wie krass war das denn? Ja, Michael Douglas. Du meinst Billy Wong oder was? Ja, Wong, nein, hier diesen Ei-Typen, der immer so, hallo. Der gesprochen wurde von Thorsten Sense. Wie heißt nochmal der Schauspieler? Ach, das ist der gesprochen wurde von Thorsten Sense. Genau. Wir sind schon... Wir müssen noch schnell DVDs. Transformers Ära des Untergangs. Das ist, ich hab dir die mitgebracht, weil sind das zwei verschiedene Filme? Ist das einmal der mit Hitler und. Nein, du das hast ist meiner. Das ist deiner. Okay. Da reden wir nicht drüber. Wir müssen noch über den Bond-Trailer reden, der gestern gestartet ist. Ach, gestern ja. Unspektakulär, oder? Was? Unspektakulär ist ein geiler Bond-Trailer. Was willst du? Ein Unspektakulär. Ein Unspektakulär. Man kann den Saurier drin. Ja. Weißt du, der Funke springt gegenüber zwischen Christopher und da ist wieder alles drin, was ähnlich wie bei Star Wars, was wir vorhin einen Bond-Film sehen. Reminiszenz. Damals am Anfang siehst du James Bond auf einer so einer Art Halloween-Parade in Mexico City mit diesem Skelettkopf. Was Mardi Gras. Mardi Gras, so ein bisschen Halloween-Parade. Karneval in Bolivien. Ja, aber es erinnert. Ist der Karneval. Es erinnert an den Totenkopfkiller aus Live and Let Die. Was? Ja. Der Totenkopfkiller aus Live and Let Die. Das ist ein farbiger. Du meinst, das ist ein Marikaden, weil das ein farbiger der Maske ist. Ja, aber. Trailer es ist ein Totenkopf. Okay, aber du musst jetzt nicht überall eine Reminiszenz doch, sehen. Sehe ich aber. So, ja, du siehst eine, es doch. Es ist eine Remi-Deminiszenz. So, es ist Schnee. Es gibt eine Schneeverfolgungsjagd. Hatten wir das letzte Mal? Ja, das erinnert mich an... Ich habe Schnee aufgeschrieben. Das hatten wir das letzte Mal bei The World Is Not Enough. Und seitdem gab es keine Schneeszene mehr. Skandal! Skandal! Willy Bogner! So, Dave Bautista sieht super aus als Henchman, würde man ja sagen. So ähnlich wie... Da kommt der Guardians of the Galaxy. Ja, der spielt den der Bulligen. Ist anders angezogen, das hätte sonst nicht gepasst. Er ist nicht ganz so grau. Wie ist nochmal der auch bei Star Wars mitgespielt hat? Martin, der gefressen wird vom Hai. Der bei Star Wars auch? Nicht bei Star Wars, bei Weißer Hai. Der Skipper, ja, der Schauspieler vom Skipper. Achso, das ist Martin, Robert Shaw hat ja bei Liebesgrüße aus Moskau den blonden Killer gespielt. Das ist genau das, was Bautista da jetzt ist. Andrew Scott sieht man nur ganz kurz aus Sherlock, Moriarty, ganz, ganz kurz. Monica Bellucci sieht super aus. Es gibt eine Zugszene wieder. Ich dachte gerade, Bellucci war das ist geil, ist überall so ein Name. Ich dachte mir, wer ist denn Saxine? Das mit dem Besteller. Das ist wie mit Brathering, wenn das Wort ist. Brethering. Ich denke auch Brethering. Henji Maddy. Es gibt endlich mal wieder eine Zugszene. Ich hätte vielleicht ein Bildschirm. Der Hennis macht gerade einen kompletten Bond-Film nur daran fest, dass da Witterung ist und dass verschiedene Fahrzeuge kam mit der Außendämmung. Und öffentliche Verkehrsmittel vorkommen. Wir reden aber ganz kurz von Christoph Waltz als Oberhauser, als Chef von Spectre. Ja, da war ich Oberhauser. Der heißt,
Zentro Oberhauser. Ja, man hat überlegt, ob er nicht auch Düsseldorfer heißt. Aber. Zentro Oberhauser. Zentro Oberhauser, da sind sie. Ja, aber ich habe geschlossen seit 10 Minuten. Sprich ihn an, der macht zu. Er heißt Oberhauser. Ja. Man muss sich auch immer aufmerksam machen. Er heißt Oberhauser und ich muss immer an Roy Black denken, wenn ich an. Ja, ich auch, das ist mein Problem. Aber das macht ihn ein bisschen weniger bedrohlich. Du bist doch Schneider. Wie heißt denn dieses, die Jacke, das Revers, dieses flache Revers, was das Original Blowfeld ist? Der klassische asiatische Stehkragen ist das. Das heißt, die Jacketts, die da trägt, sind klassisch asiatischer Schnitt, streng japanische oder chinesische. Ja, hier lernt man was. Und er sieht wirklich aus wie damals Donald Pleasance in echt? Ja, ihr meint, er wird Blowfeld sein, heimlich. Also er heißt Oberhauser, aber er ist Blowfeld. Der Film heißt übrigens Spectre, wie wir wissen, sagt er. Spectre. Nicht Spectre. So spricht meine Oma das aus. Spectre. Sagt ihr auch Cent? Hast du mal 10? Meine Oma sagt Parfüm und Buffet. Parfüm. Meine Oma sagt immer, zieh den T-Shirt an, such den Job. Ja. Nur dran. Sonst endest du nachher beim Wollwort. Beim Wollwort, ja. Beim Kaufhof ist zu. Okay, der Aston Martin sieht super aus, ganz toll. Ja, der Aston Martin. Feuer hinten raus. Keine Action-Szene nebenbei, ne? In dem ganzen Trailer keine Action-Szene. Doch, wieso die Verfolgungsjagd? Ja, aber also ganz kurz, ja. Aber der Hubschrauber, der sich einmal so dreht, das ist ja voll James Bond, das macht der morgens beim Frühstück. Einmal den Hubschrauber. Mein junger Freund, guck dir den Trailer aber bitte nochmal an. Da hast du aber ganz schön. Ich habe den Trailer vorhin noch gesehen. Der Reißverschluss. Junger Padawan, schön. Ich glaube, dass Christoph Waltz kann das reißen, weil ich finde, bei Bond hängt, wenn wir ehrlich sind, Bond bleibt ja immer gleich. Der gibt uns ja nicht. Nö, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Was? Mein Lieblingsfilm? Nein, überhaupt. Überhaupt. Fight Club. Ich halte das für das größte cineastische Meisterwerk aller Zeiten. Also ja? Ich würde sagen, Jurassic Park wäre der Film. Zweiter Platz. Der Film, der dich als in deiner Kindheit geprägt hat. Indiana Jones, Jurassic Park, okay. Star Wars. Also durchaus George Lucas. Das ist ja total. Fight Club. Markus, haben wir den Fight Club Comic da? Ist der schon da? Der Markus ist mal auf Toilette. Da muss dem Markus auch mal. Ist der Fight Club Comic schon raus? Nee. Noch nicht da. Also ich bin der festen Überzeugung, dass noch nie ein Film, der auf ein Mainstream-Publikum abgezielt hat, was ja nicht funktioniert hat, weil Fight Club gefloppt ist damals in Kinos und sich dann erst über DVD und Blu-ray ordentlich verkauft hat, dass nie ein Film mit einer Absicht auf so ein Publikum so vielschichtig, so mehrfach sehbar gewesen ist und so unfassbar komplex. Ich habe Fight Club mindestens 20 Mal gesehen. Ja, wenn ich ihn wieder gucke, siehst du wieder Sachen, die neu sind. Im Hintergrund solche Klamotten wie zum Beispiel, dass der Hauptcharakter durch eine Straße läuft und darüber, ja, also der ja dann, aber wir wollen ja vielleicht dazu. Ja, und im Hintergrund hängt ein altes Filmplakat von 7 Jahre in Tibet. Ne? Und was wiederum eine Anspielung darauf ist, dass er vielleicht damals Brad Pitt gesehen hat in diesem Film und sich seine Tyler Durden-Vision aus dem Schauspieler geschaffen hat. Okay. Anders gesagt, ganz ordentliche Literaturverfilmung, muss man sagen. Ordentliche Literatur. Ja, so kann man das auch nennen. Effibriest mit Prügeln. Mir ging es echt immer so. Ich hab sehr, sehr gut. Ich habe eine Zeit lang immer Fight Club geguckt, immer wenn es mir irgendwie schlecht ging. Von Fontaine. Immer wenn ich irgendwie gefrustet war. Wenn es dir schlecht ging, hast du Fight Club. Das ist ein Film, der dich aufbaut. Ja, absolut. Ich habe nicht gemerkt, dass das so ein Finger-Movie ist. Keine Schuhe, nur ein Kampf am Abend. Das ist dein erster Abend. Du fühlst dich doch danach. The Feel-Good-Movie of the Year. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde Fight Club großartig. Mit so blau geschlagener Fresse. Ich gucke dann eher sowas wie Mary Poppins oder so. Apropos Mary Poppins. Dankeschön. Wir sind ja nicht abgesprochen. Bei einer Stunde sieben, Leute. Ist es scheißegal. Ich erfinde jetzt mal gerade eine neue Rubrik, die ich mir heute Morgen ausgedacht habe. Und zwar dürft ihr euch wünschen, was wir euch vorlesen. Wer auch immer von uns. Gary hat zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Trailer-Stimme. Mach mal deinen Trailer, Mann. Hey. Lass ihn mal. In a world. Guck in die Kamera und mach. In a world. Ja, und mehr noch. Ja, weiß ich nicht. Fällt es nicht ein. In a world when, weiß ich nicht. Dinosaurs rule the world. In a world Wisst ihr übrigens, dass ich für Markus Heitz einen Trailer eingesprochen habe? Das ist Markus Heitz. Echt? Ist das? Markus Heitz. Wer ist das? Der Typ, der tolle Autor, der wirklich jetzt mal, der so Sachen geschrieben hat wie Drachenland. Der hat eine Menge Bestseller geschrieben. Richtige, weißt du, Markus Heitz. Ah, ja. Fantasy.
Ja, wollt ihr sehen, wie ich den Trailer zu Hause eingesprochen habe? Nein, wollen wir nicht sehen. Das können wir verlinken. Das brauchst du jetzt das hier. Nein, ich will das nicht. Wir haben doch keine Zeit. Er geht nur 48 Sekunden. Ich will doch was ganz anderes machen, Thorsten. Wir können den Trailer verlinken. Was wir jetzt hier machen. Sind wir zeitlich begrenzt? Lass das. Wir sind ein bisschen Zeit. Wir wollen, naja, wir wollen unter anderthalb, zwei Stunden bleiben. Thorsten, das verlinken wir. Wir machen jetzt was ganz anderes. Das können die Leute sich dann schön bei YouTube. Wir machen jetzt was anderes. Ich kann auch gerne, was weiß ich, irgendwas euch vortragen als SpongeBob oder als Kinski oder als irgendwie Arnold. Ich möchte jetzt, weil du gerade Mary Poppins gesagt hast, Bastian, ich möchte jetzt, dass Thorsten diesen Songtext rezitiert mit deinem unnachahmlichen Timbre. Schimmerie. Der Mann auf dem Schornstein, der hat was für sie. Schimmerie. Er bringt ihnen Glück und die Liebe dazu. Er ist der Mann, den wohl jeder mal braucht, wenn einem im Haus der Schornstein nicht raucht. Junge und Alte bei uns hier im Land, die geben dem pechschwarzen Herrn gern die Hand. Er sieht den Qualm und den Ruß und den Rauch, doch den Sonnenschein, den sieht er auch. Er sieht das Leben aus höherer Sicht, drum sagt er zu jedem: Mensch, ärger dich nicht, hast du dir die Kacke ausgedacht? Nein, bis weiter. Er schaut in Häuser und Herzen hinein von oben. Da sind alle Sorgen ganz klein. Haben sie Sorgen, dann genügt schon ein Wort. Und er fegt mit dem Besen die Sorgen fort. Scheiß die Wand an, ist das tief. Das ist ein Text nicht über Batman, sondern über, über den Schornsteinfeger von Mary Poppins. Das ist das Lied Chim Chim Chim. Das ist die Originalübersetzung. Nein, es gibt eine deutsche Version von Rex Gildo gesungen. Und die hat Thorsten gerade rezitiert. Sowas machen wir. Echt? Whatever. Ja, ich wusste es nicht. Ja. Putin hat mal wieder gesprochen. Danke. Putin, wenn du mich noch einmal Putin nennst. Was ist denn dann? Ich bringe hier kreative Ideen rein. Ja, ja, aber ohne mit das Ganze abzusprechen. Und du vergleichst mich mit diesem homophoben Despoten. So. Nee, ist ja nur wegen der Größe. Was hat das mit der Größe zu tun? Nicht so Martin laut, Short. Ist nicht gut. Putin ist viel größer als ich. Ach was? Ja. Echt? Dafür hat er weniger Haare. Ja. Okay. So, Gary. Was sind denn eure Lieblingsfilme überhaupt? Haben wir schon? Habt ihr schon mal gesagt? Die Feuerzangenbowle. Dschungelbuch. The Apartment von Billy Wilder. Ja. Tut mir leid, sind richtige Filme. Nein, natürlich die Feuerzangenbowle. Scheiß auf die Feuerzangenbowle, ey. Karate Tiger 2. Mann, was war auch ich? Gut. Im Land der Raketenwürmer. Ich lege mich fest im Land der Raketenwürmer. Ja, ja, hier auch, ja. Tremors. Tremors. Mit Kevin Bacon. Hast du mal Tremors 3 Kevin gesehen? Bacon. Wo du so, jetzt reicht's hier. Jetzt ist aber gut. Scheiße, Mann. In Tremors 3 können die auf einmal fliegen. Da macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Da fliegen die auf einmal und haben Füße. Aber das fandst du dann gut. Das war ein sehr guter Film. Das fandst du dann auf einmal gut. Aber er hatte keine Seele, oder? Der hatte auch Seele. Da kamen Dinosaurier drin vor. So, wir hatten noch ganz viel vor, aber wir müssen jetzt mal kurz zum wir Schluss kommen. Wir haben keine Zeit. Das T-Shirt. Gary und ich haben mal unter uns entschieden. Wollen wir, ja, mach ja, mal gut, ich das bin mal nicht eben. Gefragt worden. Nein, du bist nicht gefragt worden. Ja, also wollen wir wirklich tatsächlich? Ja, komm. Mach, okay. Komm. Okay, Rosi. Kannst dich freuen. Das T-Shirt ist deins. Signiert. Borido. Aber nur mit Foto. Rosi. Signiert. Weil Rosi hat offensichtlich auch die gleiche Größe. Genau. Wie das S-T-Shirt, was Gary gekauft hat für Captain Powerfind. Rosi hat die gleiche Größe wie das T-Shirt. Wird auch nicht schön aussehen. Wir suchen Menschen. Lass uns mal endlich diese... Rosi viereckig. Lass uns mal eben ganz, ganz schnell im Schnelldurchlauf das mit den Autos endlich... Okay, Autos. Also. Wir haben gefragt, welche Lieblingsautos oder welche Autos... Ja. Johann hat gesagt, den Mack-Truck aus Convoy. Okay, bin ich dabei. Spielberg. Was? Convoy, Spielberg. Was? Nee, das ist... Wie Sam Peckinpah. Ah, wie ist der Film mit dem der erste Spielberg-Film? Duell. Ist auch ein Laster, egal. Ist auch ein Laster-Film. Wir haben alle Laster. Dann, ja. Frau Mirta will den 1974er Dodge Monaco, das ist das Bluesmobil, also der Polizei. Dann Dietmar, den grünen Ford Granada aus der Serie Fahnder, weil das einzigste realistische Auto in einer deutschen Krimiserie ist. Einzigste. Wir sind einzige. Man kann es ruhig. Einzige. Was habe ich gesagt? Einzigste. Frag nicht. Ja, du hast nicht einzige gesagt. Du Grammatik-Nazi. Okay, können wir uns in einem Podcast, in dem es nicht darum geht, dass wir bunte Dinge vorzeigen, ja, wenigstens uns kurz rudimentär der normalen Sprache bedienen. Pass auf. Ich bin Putin, da bist du aber noch gut weggekommen. Ja, hör mal,
dann Marcel Bonjean. Der fand den Film, den Wagen von Captain Nemo toll. Da habe ich erst überlegt, hat Captain Nemo jemals ein Auto gefahren? Das ist ein scheiß aber tatsächlich. Aber nein, jetzt fällt es mir auch ein. Tatsächlich in Extraordinary. Oh, das war aber wirklich das einzig Gute. Das muss mal Mr. Bonjean mal sagen. Das war wirklich das einzig Gute an dem Film. Nee, ich fand das U-Boot auch ganz geil. Das war nur so breit. Das aus dem Kanal auftauchte, der ein Meter tief war. Das ist der letzte Film. Der letzte Film war Sean Connery. Der letzte Film. Sean Connery hat direkt danach Alzheimer bekommen. Von diesem Film. Soll ich den Film gucken oder nicht? Nein, niemals, ohne Scheiß. Ist das nicht der Film, wo Captain Nemo von Bruce Willis synchronisiert wird? Also von Manfred Lehmann. Ja, von Bruce Willis wieder synchronisiert. Okay. Dann Jan K., Il Capitano, sagt, den Ford Mustang aus Bullitt bin ich dabei. Oh, ja, dann Ford der Mustang. Dodge Challenger aus den gleichen Gründen, nämlich weil dieses derbe Fahrzeug verkörpert das klassische Gefühl von Freiheit und sieht einfach super aus. Und den Ford. Und jetzt kommst du. Das sieht einfach. Den Ford Falcon XW aus Mad Max. Ja. Dann den Doofwagon aus Mad Max Fury Road. Der Doofwagon ist muss man erklären, das ist der Wagen, wo vorne der Typ mit dem. Nein, das ist der Doof-Warrior ist der Typ, der mit der Gitarre vorne drauf. Genau. Was soll ist die beknackteste Szene des ganzen Films? Nein, der Doofwagon ist eigentlich ein Bus, wo Leute rauswinken beim Vorbeifahren. Wieso? Hatte der Film mehr als eine Szene? Hör auf, das war ein sehr guter Film. Ja, da haben wir schon. Das war kein richtig guter. Der könnte auch gut als Daumenkino rauskommen. Da hätte man mal dabei sein müssen. Ja, Max, entschuldige bitte mal. Lass es. Dann den Aston Martin aus dem James Bond. Aston Martin. Mercedes 500 SEC aus Bang Boom Bang. Ja, oh, schon schön alleine. In braun lackiert. Ja. Nein, der war grün. Grün? Der war grün. Unter. Was haben wir noch? Der geheime Eichkarte. Gab es noch irgendwelche Fragen? Ich habe eine Anfrage gekriegt von Oliver Augustin. Hallo Männer. Oh, okay. Gut erkannt. Da es die Tage im Free-TV startet, hätte ich gerne mal eure Meinung zu The 100 und The Strain gehört. The Strain habe ich als Bücher gelesen. Jetzt kommst du. So. Lass Thorsten erstmal. The Strain las ich als Bücher und fand sie gut. Also er findet natürlich auch das Vampirrad wieder nicht neu, aber hat Spaß gemacht. Und The 100 kenne ich nicht. Also habe ich jetzt gesehen, aber was weiß ich, The 100 klingt schon so, als wäre es viel. Und deswegen das hört sich zu kompliziert an. Das ist so wie the 10,000, der lahmt bei mir sofort die Motivation. Wenn es dreistellig wird, hört es bei Thorsten auf. Ja, also wenn kein krebskranker Physikprofessor drin vorkommt, bin ich eigentlich raus. Oliver schreibt, kenne beide Serien bisher nicht und bin gerade von der ersten Doppelfolge von The 100 eher enttäuscht. Die Kinderdarsteller finde ich eher blass und wenig überzeugend und den bösen gelben Nebelfeind. Der Nebelmann. Ja. Kenne ich schon ähnlich aus Lost. Von The Strain kenne ich nur den Trailer und ein paar Cutscenes aus dem Netz. Finde ich grundsätzlich aber begrüßenswert, endlich mal wieder Vampire zu kriegen, die nicht kuscheln wollen. Ja, okay. Ne? Ja. Kann man gucken. Dann hat Mark hat gefragt, pass auf, das ist an dich gerichtet, Hennes. Ja. War der rosa Dildo eine Hommage an Jack Nicholson? Oh. Der sich in den Departed-Vertrag hat schreiben lassen, also ich lese das stimmt. Dass er in einer Szene ein Riesendildo rumzeigen durfte. Marc, wenn du aufgepasst hättest, der Dildo von Jack Nicholson war schwarz, meiner war rosa. Ja. Welcher Dildo? Ich habe. Du warst zu sehr mit Frau Bauerwein beschäftigt, ich mit meinem Dildo. habe ich das laut gesagt? Moment mal. Du hast den Dildo nicht gesehen? Der war doch im Umlauf. Der Dildo ist ein Requisit tatsächlich aus meinem aktuellen Programm. Und den hatte ich einfach dabei, das Ganze so ein bisschen aufzuwirbeln. Aber du hast es total toll interpretiert. Also ich finde das ganz, ganz von toll. Von daher, unabsichtlich, ja. Ja. Ich bin der Jack Nicholson dieses Podcasts. Aber gib dir mal, wie weit du gekommen sein musst in Hollywood, dass du dir in deinen Vertrag reinschreiben lässt, dass du eine Szene hast, in der du einen schwarzen Dildo auspackst. Und dann schreibst du es einfach rein. Sei froh, dass du nicht bei Schindlers das Liste gemacht hast. Was DiCaprio oder was mit DiCaprio. DiCaprio was. Und ich glaube, er wusste davon nichts, ne? Nee. Er hat ihn erschreckt in der Kinoszene. Die Reaktion war dann. Ja. Ist auch eher irritierend, wenn du gerade so eine 100 Millionen Dollar Filmszene drehst und auf einmal Jack Nicholson mit einem schwarzen Dildo in dein Gesicht schlägt. Ja, aber das Jack Nicholson. Der Lieblingsspruch Jack Nicholson im Film ist, meine Mutter liegt im Sterben. Und so, Handler angemessen. Sowas finde ich toll. Also, Jack Nicholson wusste einfach Bescheid. Und er war der Joker.
Ja. Naja, wir könnten jetzt noch so viel erzählen. Werden wir aber nicht tun. Der nächste Podcast kommt im August. Und zwar gibt es wieder ein Special. Was ist denn hier los? Da ist gerade jemand kollabiert vor Vorfreude. Jemand hat eine Alien-Stofffigur in der Hand und hat sich gefreut. Wir sind in einem wunderbaren Comicladen bei Little Nemo in Bochum. Und das nächste Mal senden wir, da zeichnen wir auf, tatsächlich von der Gamescom in Köln. Ja. Wir haben noch absolut keine Ahnung, wie das gehen soll, wir wissen es noch nicht. Lasst euch überraschen. Wir sind, glaube ich, am 5. August da. Das ist der Pressetag allerdings. Das ist der Pressetag und wir werden dann am 6. oder am 7. den Feed raushauen. Also ihr könnt es dann wahrscheinlich... F-I-E-T. Wir hauen den Feed raus. Wir hauen den Feed. Das ist so ein kleiner... Sagt man, sagen das die jungen Leute heute? Ich glaube schon. Auf jeden Fall am 5. Feed aus Hamburg. Feed aus Hamburg, den hauen wir raus. Ja, ich hau mal den Feed hier raus. Feed hier, kommst du raus. Da sind wir nicht die Einzigen. Und da, Gary. So. Und da gucken wir mal, welche neue Spiele. Ich hoffe, dass wir Battlefront schon mal in die Hände kriegen. Oh ja. Hör zu, ich erwarte schon mal, war schon mal einer von euch auf der Gamescom? Ja, nein. Ist es denn gut? Okay. Erzähl das bitte nochmal. Ich erkläre euch, wie das auf der Gamescom abläuft. Da wird jemand kommen, wird sagen, hey, probier mal Battlefront aus. Und dann wird der Thorsten den Controller nehmen und dann wird er sagen, oh, schade, die Zeit ist abgelaufen. Das ist die Gamescom. Dann bist du dann nach Bastis Aussage wie ein Schwein weitergetrieben. Ja. Und dann kommt eine junge Frau, die keine Ahnung hat von Computerspielen, die sagt dir dann, die Zeit ist leider um. Und dann schiebt die dich von der Konsole weg. Aber diese Frauen sehen unheimlich gut aus. Ja, ja, deswegen lässt man sich auch schieben. Das mal wieder. Wir lassen uns mal überraschen, ob er... Lass dich. Macht es nicht, es ist schlimm. Es ist traurig. Doch, wir tun uns das mal an. Wir sind Panel-Gäste, verstehst du? Wir sind Panel-Gäste. Du musst mal klarkommen, wir sind Panel-Gäste. Ihr seid Panel-Gäste vielleicht. Wir sind Panel-Gäste, ja. Kann ich immer kotzen. Wir gehen ja nicht zu den... Wir machen eine Klassenfahrt. Ja. Ja. Klassenfahrt nach Köln auf die Gamescom, das läuft dann im August. Ein hautengem Like, das wird zauberhaft. Wenn ihr wissen wollt, wann, das abonniert ist ein diesen dann, ne? Kanal. Das wann ist das nochmal? Ich weiß nicht, ob wir am 5. oder am 6. am 4. Am 5. sind wir da. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Das ganz ist genau. Das oder kommt rum, ist kostspielig, aber läuft. Geht auch. Auch wenn heute keine Stühle da sind. Danke an unser Publikum. Wir haben überhaupt nicht über Dr. Who gesprochen. Ja. Das nächste Mal. Vor allem die Orten hat ein Dr. Who. Sollst du irgendwas zum Verlosen mitbringen? Achso, ja, du hast so ein Buch dabei zum Verlosen. Komm, gib schnell. Genau. Scheiße, was hast du vergessen? Genau, wir verlosen, ich möchte das anmoderieren. Ich habe eine schöne Zuschauerfrage, eine schöne Zuschaueraufgabe. Weil mich würde nämlich mal ganz gerne interessieren, was... Ihn würde gerne interessieren. Er kriegt zwar eine Kinder, aber es wird... Lass ihn doch einmal nur ausreden, sonst unterbreche ich ihn immer. Es würde ihn gerne interessieren. Aber es würde ihn gerne interessieren. Was für Filme euch beeinflusst haben, so als... Also außer Star Wars. Star Wars ist zu offensichtlich, aber was... Für Filme haben euch Theolingen sowas was ja, definiert. Beispiel bei mir war es der Weiße Hai. Batman. Du hast eben noch gesagt Apartment. Also geht es jetzt um Lieblingsfilme oder so? Nee, Filme, die also wo man wirklich gesagt hat, okay, das ist jetzt für mich ein Game Changer. So wie Star Wars für viele Leute. Wie für dich zum Beispiel Star Wars. Na, Star Wars will ich noch nicht mal sagen. Echt? Jetzt bin ich gespannt. Nee, ich sag's beim nächsten Mal. Oder Forrest Gump war das bei mir. Da ließ mir das erstmal klar, aber ich kann es als Idiot weit bringen. Ja, aber das würde mich interessieren. Welcher Film und warum? Genau. Ja. Sehr gut. Bei dir? Mach das bitte unter allen. Was Fight Club? Bei mir Fight Club habe ich unfassbar oft gesehen. Gut. Und du weißt, deswegen hatte ich eben Markus gefragt, hier den Chef von Lenum. Es gibt die Fortsetzung von Fight Club vom gleichen Autor als Comic. Wie? Von Chuck Palahniuk? Ja, der hat einen Comic Das weißt geschrieben. Du das weiß ehrlich, nicht. Nein, Fight Club. Und das ist hier noch nicht da. Also es ist erst in England. Das ist hier noch nicht da. Es ist hier noch nicht erhältlich, aber demnächst in diesem Theater. Genau. Okay, jetzt machen wir Feierabend, weil... Noch ganz kurz, unter allen Einsendern von Garys Bitte, uns mitzuteilen, welcher Film euch besonders stark beeinflusst hat, verlosen wir dieses Buch von Bastian Bielendorfer. Dörfer. Mutter ruft an. Dörfer. Herning. Bastian Bielendorfer, Mutter ruft an, mein Anschiss unter dieser Nummer. Es ist ziemlich lustig, wir haben es neulich zusammen in der Show, kann man gelesen sagen, großes Wort, oder? Gelesen ist das falsche Wort, Thorsten hat meine Mutter gelesen, was für das Publikum leicht irritierend wirkte. Es war auch für mich leicht. Fühlst du dich wie Norman Bates? Es war wirklich schlimm, es war wie eine Landfrau Bates-Mutter. Das ist eine unumstößliche Tatsache, so. Das wird verlost, von Bastian handsigniert. Ja, aber von uns allen. Ja, von uns allen, aber Bastian. Dann hat das auch Wert. Als Haupt. Wer soll das denn kriegen? Muss man sie wieder. Derjenige, der wirklich am blumigsten und am herzergreifendsten schildern kann, welcher Film bei ihm diesen, wie hast du es genannt? Welchen Changer? Game Changer. Den Game Changer.
Also mit anderen Worten, wir entscheiden aus der Hüfte raus. Wir los. Er wahrscheinlich. Genau. Ja, wir entscheiden aus der Hüfte und freuen uns drauf. Ja. Das Buch ist übrigens gut. Fertig. Wie gut? Sehr gut. Gut. Okay. Nein, es ist gut. Ist sehr gut. Gut. Es ist gut. Es ist eine 1. Es ist schon gut. Oh, wir kriegen das nie ein vernünftiges Finale. Wieso? Erstmal bedanken wir uns, dass Bastian den weiten Weg aus Gelsenkirchen hier... Ich bedanke mich, aus Köln, ich bedanke mich, dass ich zweimal in euren Podcast reinschreien durfte. Ja, nein, richtige Bereicherung, kontrovers. Du hast was für Fight Club gemacht, du hast gezeigt, dass Indiana Jones, das war schon toll. Ich konnte dir mal so, Kalimar, das war mir auch wichtig. Also von daher, danke, dass du da warst. Ich unterhalte mich ja lieber mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt meiner Meinung sind, weil dann entsteht auch ein konstruktives Gespräch und dann kommen wir auch rüber. Danke. Klang wie ein Kompliment, war wahrscheinlich eine Beleidigung. Ich unterhalte mich auch gerne mit Pöbel, weißt du, totes Fleisch, einfach weil mich auch die Meinung von Leuten interessiert. Schön, dass du da warst. Wo mich die Meinung nicht interessiert. Alles Gute auch beruflich. So, da geht's. Geh aber jetzt. Schönes Leben noch. Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Schönes Leben noch. Super. Du darfst gerne auch mal wiederkommen. Darfst auch gerne wiederkommen. Wollen wir Komiker-Abschiedssprüche sagen? Sowas wie, ich bin raus oder das war's von mir in diesem Sinne? Ich bin weg. Ich drop das Mic. Ich hab euch gesaved. Bleib einfach sitzen. Ich stehe so auf. Ich hab euch gesaved. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, mit Streiter, Bender und Streberg.